Herzlich willkommen zurück zu LST Let's Plays. Hier ist er, der LST und sein quietschender Stuhl. Sorry, das lässt sich leider nicht vermeiden. Ihr könnt mich auch gerne Last Summer 014 nennen. Diese ganzen scheiß Schickimicki-Namen, die ich nicht mehr hören kann. Ich gebe es zu, die meisten kennen mich wahrscheinlich auch unter meinem bürgerlichen Namen, der da einfach Andreas lautet. So, habt ihr Bock auf ein bisschen Gequassel, auf einen spontanen Podcast, auf eine Reise zurück in die Vergangenheit und in die Zukunft, dann bleibt mir gediegen für die nächsten paar Minuten oder für das nächste Stündchen. Ich habe keine Ahnung, wie lange das Ganze dauern wird, denn, wie gesagt, es ist relativ spontan und ich habe mir zwar überlegt, über was ich reden möchte, aber nicht, wie ich es verpacken werde und wie ausschweifend ich darüber reden werde. Ich habe ein paar kleine Dinge vorbereitet, denn ganz ohne Vorbereitung geht es auch nicht, aber wie gesagt, 98% dieses Videos werden jetzt relativ spontan. Ich habe ohne zu überlegen, meinen Screengrabber hier gestartet, mein Mikro angestöpselt und einfach angefangen zu labern. Dementsprechend muss ich jetzt auch gleich mal meinen Popschutz richten, denn der fliegt hier schon wieder rum wie Arsch um Friedrich und kaputt ist er auch. Ach komm, leck mich doch. Nun denn, was wollen wir überhaupt in diesem Video alles erreichen? Ich habe ein paar gewisse Themen, über die ich schon seit längerem sprechen wollte. Ich habe es auch schon mal angekündigt in einem Video des aktuellen UFO-Let's Plays. Also, unter anderem, mich gibt es jetzt hier seit YouTube schon seit über 7 Jahren. Man möchte es nicht glauben, wie kann der Spinner das so lange aushalten? Deswegen habe ich mir gedacht, es ist endlich mal eine Zeit, so ein bisschen in die Vergangenheit zu gucken und LST als YouTuber und Let's Player mal so ein bisschen Revue passieren lassen. So ein bisschen, was hat mich inspiriert? Was habe ich die ganzen Jahre über gemacht? Warum tue ich das eigentlich immer noch? Und dementsprechend solche Fragen. Und ich möchte auch so ein bisschen eruieren bzw. erörtern, also jetzt nicht unbedingt rechtfertigen, aber einfach nur ein bisschen so beschreiben oder erklären, warum ich über meine Geschichte hinweg bestimmte Entscheidungen getroffen habe, die ich so getroffen habe und warum. Haben wir das abgefrühstückt, dann wollen wir auch so ein bisschen in die Zukunft gucken. Das heißt, was habe ich vor als nächste Projekte? Was habe ich vor mit meinen ganzen Kanälen? Möchte auch meine anderen ganzen Kanäle noch mal ein bisschen vorstellen, für die, die es vielleicht interessiert. Und ich habe auch schon mal angekündigt in einem dieser UFO-Videos, dass ich auch über diese ganze UFO- und XCOM-Geschichte noch mal ausschweifender reden möchte, denn da gibt es auch was zu erzählen. Diese ganze Geschichte mit, wir gucken in die Zukunft, was Kanäle und Videos anbelangt, möchte ich ein bisschen interaktiv mit euch zusammengestalten. Ich habe dementsprechend auch schon ein bisschen was vorbereitet, Umfragen, einfach nur, um herauszufinden, welche Spiele würden euch interessieren, was würde euch an sonstigen Content noch interessieren, Content natürlich interessieren und ja, generell, was haltet ihr so von dem und das? So, wie gesagt, absolut unvorbereitet, deswegen weiß ich jetzt gar nicht, wie ich starten soll. Achso, bevor wir starten, noch so ein kleiner Hinweis. Ich weiß, Zeit ist kostbar. Die Leute haben Wichtiges zu tun, als eine Stunde lang über diesen kleinen Popel-Kanal sich Sachen anzuhören. Das heißt, für diejenigen, die sich nur für bestimmte Sachen interessieren, in diesem, ich nenne es jetzt einfach mal Podcast, beziehungsweise in dieser Vorausschau, für die werde ich Timecodes unten in der Videobeschreibung mit reinsetzen. Also, falls ihr euch zum Beispiel nur für die Vergangenheit meines Kanals interessiert, klick auf 2:30 und ihr seid da. Falls ihr euch nur über die kommende Projektplanung interessiert, klick 45:40, ihr seid da. Falls ihr euch nur für UFO interessiert, bla bla bla. Ihr kennt die ganze Geschichte. Dementsprechend auch, falls irgendwelche Links aufkommen jetzt in diesem Podcast, die interessant wären, werde ich die ebenfalls in der Beschreibung verlinken. Dann könnt ihr dann später reingucken, wenn ihr wollt. So, gut, meine Freunde. Ich habe hier den Screengrabber offen. Ihr seht gerade, ich hoffe, es gibt keine Ton- und Bild-Asynchronitäten. Das letzte Mal, als ich länger mit diesem Screengrabber aufgenommen habe, war das leider das Problem und dank des blöden Formates kann ich das hier in der Post-Production nicht mehr anfassen. Also ich hoffe, das Ganze bleibt ein bisschen synchron. Was ich sagen wollte ist, ihr seht im Hintergrund hier jetzt meinen aktuellen Kanal, wie er jetzt so nach 7,5 Jahren im neuen YouTube-Layout, das ja vor kurzem wieder geändert wurde, aussieht. Also ihr kennt die Chose hier. Wo ist mein Mauszeiger? Da ist er. Ich hoffe, ihr seht ihn auch. Also aktuelle Videoreihe, der Doom-Noob in Ultimate Doom und was wir nicht sonst alles gemacht haben. Heretic, Deathwish in letzter Zeit hat übrigens super viel Spaß gemacht. Die Quake-Nightmare-Reihe und Duke Nukem und Schlag mich tot. Also so sieht das Ganze heutzutage aus.
Wir werden aber gleich einen Blick in die Vergangenheit machen, denn ich habe noch ein paar alte Screenshots gefunden, damals von 2010, in dem Jahr, wo ich angefangen habe mit Let's Plays, und das ist super geil, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ich habe noch so ein paar andere Kleinode als Bilder gefunden, aber dazu später. Also jetzt fangen wir erstmal an. 2010, das ist eine lange Zeit, ne? Also Februar 2010, meine Fresse, Alter. Wieso mache ich das immer noch? Und was hat mich überhaupt inspiriert? Und warum habe ich so einen bescheuerten Kanalnamen? Das sind alles so Fragen, die sich vielleicht User stellen oder mir schon mal gestellt haben. Fangen wir vielleicht mal mit dem Blödsten an. Wieso so ein bescheuerter Name wie Last Summer 014? Und ich habe bewusst diesen Namen jetzt irgendwann mal über Bord geworfen, als ich meinen ganzen Kanal neu strukturiert habe, weil ich den Namen selber doof finde. Aber um meine, in Anführungszeichen, Marke beizubehalten, habe ich trotzdem noch die Abkürzung, die sich im Laufe der Jahre etabliert hat, übernommen, nämlich einfach der LST. Das klingt nicht allzu doof und ich muss niemandem was erklären und der Last Summer ist einfach weg. So, folgendermaßen. Ich habe damals angefangen, im Januar 2010, meinen ursprünglichen Let's Play-Kanal anzulegen. Der war damals nie gedacht als Let's Play-Kanal. Das sollte auch nie ein Kanal werden im Sinne von, hey, ich bin hier jetzt der große YouTuber, ich bin der Broadcaster, ich mache was damit. Die einzige Intention, die ich damit hatte, ist, um ein paar schnelle Videos hochzuladen. Also ich wollte mich hier nie als Persona, als Charakter etablieren oder fortlaufende Serien aufnehmen oder hier über Jahre hinweg, in Anführungszeichen, Videoproduzent sein. Deswegen muss ich ganz schnell mir einen Namen ausdenken für einen Dummy-Account auf YouTube, einfach damit ich browsen kann und das ein oder andere Video hochladen zu können. Ganz einfache Geschichte hinter diesem Last Summer. Damals war ich sehr noch in Punkmusik unterwegs und so, und es gab eine Punk-Garagen-Scarcore-Band, die hieß Last Summer, die fand ich unheimlich toll. Also, for the lack of a better name, weil mir nichts Besseres einfiel, habe ich diesen Scheißkanal einfach Last Summer genannt. Wer es übrigens genau wissen will, eine Band aus USA, Houston, Texas, die es schon gar nicht mehr gibt, damals noch unter dem Drive-Thru Records Label. Das war das Gute da. Summer 014, weil ich meistens die 14 als Zahl irgendwo hinterher dranhänge für irgendwelche Müll- oder Dummy-Accounts, habe ich mir einfach so angewohnt. Der Name war geboren, Last Summer 014. Toll, ne? Vor allem für Let's Plays. Aber wie gesagt, der Kanal war damals nicht so für Let's Plays gedacht. Das Einzige, was ich machen wollte, war eigentlich damals im Januar 2010 ein Longplay hochzuladen. Damals schon von UFO Enemy Unknown. Also UFO Enemy Unknown waren so meine ersten Projekte. Die, die mich seit Beginn verfolgen, die wissen das auch. Also wie gesagt, ich habe damals so, glaube ich, 70, 80, 90 Folgen ein Longplay von UFO Enemy Unknown auf MS-DOS hochgeladen. Das war das Einzige, was ich mit diesem Kanal jemals machen wollte. Deswegen war der Name scheißegal. War meiner Meinung nach auch vom Spielstil her ein ziemlich gutes Longplay. Also wie gesagt, Longplay ist wie ein Let's Play, nur unkommentiert für die Leute, die es nicht wissen. Also es war einfach stundenlang Gameplay-Footage von einem kompletten Spiel UFO Enemy Unknown, nur ohne Kommentar. Das war früher noch ein größeres Format als Let's Plays. Da waren die Let's Plays noch nicht so populär. Bekannt gab es zwar schon, aber die meisten Leute haben sich trotzdem lieber diese Longplays, also diese unkommentierten Footages angeguckt. Pures Gameplay habe ich auch gemacht. Damals noch zerstückelt in diesem 10-Minuten-Format, weil der Otto-Normal-User in YouTube keine Videos hochladen konnte, die länger als 10 Minuten dauern. Ich glaube, einer der Hintergründe damals war, YouTube hat das so gemacht, um auch Raubkopien von Filmen zum Beispiel zu verhindern. Ist natürlich trotzdem passiert, aber das ist eine andere Geschichte. Gut, wie bin ich dann überhaupt auf die Let's Plays gekommen? Also es war so mehr so mit einem Atemzug. Also ich habe schon dieses Longplay hochgeladen, eigentlich damals schon, weil mich vorher schon Let's Play inspiriert hatten. Also damals war YouTube für mich was ganz Neues. Ich wusste, okay, du kannst dir da Videos angucken, aber ich wusste eigentlich nie, was soll ich da konkret machen auf diesem YouTube. Was soll ich mir da angucken? Wie sich jemand in die Hose scheißt, wie jemand, keine Ahnung, sich vor die Kamera setzt und Scheiße erzählt, das hat mich nie gejuckt. Ich dachte, okay, was interessiert mich so ein bisschen? Alte TV-Serien, so ein bisschen Retro-Zeug. Vielleicht hat jemand Footage von meinen alten Lieblingsspielen hochgeladen. Da kann ich mir die ein bisschen angucken, so ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen. Gut, habe ich gemacht. Nach UFO zum Beispiel gesucht, nach UFO Enemy Unknown, XCOM Terror from the Deep, und was finde ich da? Let's Plays. Boah, meine Fresse. My mind was blown, sagt der Deutsche. Also hat mich total fasziniert, dass es Leute da gab,
die wirklich sich ein Spiel vorknöpfen, das komplett durchspielen und permanent durchgehend kommentieren. Das war für mich was sehr Faszinierendes, was eine ganz neue Art des Entertainments, fand ich total toll. Und da bin ich sofort dann hängen geblieben. Es gab zu der Zeit vor allem drei Let's Player, die mich mit ihren UFO-Let's Plays bzw. Terraform Deep-Let's Plays total fasziniert haben und die mich dazu inspiriert haben, selber Let's Plays zu machen. Von UFO, von XCOM oder von irgendwelchen anderen Retro-Spielen. Pass mal auf, nachdem wir jetzt hier auf YouTube sind, kann ich mal gucken, ob es die Damen und Herren noch gibt. Ich weiß natürlich, dass es die Damen und Herren noch gibt, aber mal gucken. Zwei von den drei sind auch noch aktiv. Oh Gott, jetzt kommt hier meine peinliche History raus. Egal. So, schauen wir mal. Der erste war der gute Herr Kikoskia. Muss sagen, es sind alles drei englischsprachige Let's Players. Also damals die deutsche Let's Play-Szene war noch nicht so groß. Und wenn, dann waren es so Leute, die mehr so diese 8-16-Bit-Retro-Sachen vom Nintendo und so gespielt haben. Aber ich war ja immer das MS-DOS-Kind, deswegen war das nichts für mich. So, jetzt muss ich hier den Sound ausmachen, sonst hören wir den guten Koskia reden. Also der gute Koskia war der Erste. Von dem habe ich als allererstes UFO-Let's Play geguckt. Der konnte das Spiel nicht spielen, der ist ziemlich schlecht in dem Spiel, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber er hat es auf so eine unterhaltsame Art und Weise gemacht, dass ich da einfach hängen geblieben bin. Gucken wir mal kurz bei den Playlists bei ihm rein. Also ist ein Let's Player aus Großbritannien, soweit ich weiß. Okay, da sehen wir jetzt mal alle Playlists von ihm. Aber ja, seine großen Projekte waren damals schon immer XCOM und also Terraform Deep und UFO Enemy Unknown. bei Terraform Deep war er auch so schlecht, dass er, glaube ich, schon nach 20, 30 Folgen Game Over gegangen ist. Aber war einfach super, super lustig. Der andere, von dem ich es ja eigentlich am besten fand damals, war Lord Finisher. Mal gucken, ob wir den Lord Finisher noch finden. Da ist er, genau. Der Lord Finisher, der auch sehr, sehr berühmt geworden, nicht berühmt geworden ist, aber der sich in mein Herz gespielt hat wegen seinen UFO und XCOM Let's Plays. Auch hier, da müssen wir, glaube ich, weit, weit nach hinten scrollen. Hat auch einige schöne andere Spiele gemacht, Let's Plays von Spielen gemacht, von DOS-Spielen, die mir sehr gefallen haben. Hier zum Beispiel, genau. Die haben mir auch immer sehr, sehr gut gefallen. Das Tolle war immer, der Typ hat dann immer so 15-Minuten-Videos aufgenommen und dann hinterher so hat er auf die Uhr geguckt, oh Moment, scheiße, ich kann ja nur 10-Minuten-Parts hochladen. Und er hat die Dinger dann nicht geschnitten, sagen wir mal in 2 7-Minuten-Parts, wie es der normale Mensch tun würde. Er hat die dann schneller gemacht. Das heißt, er hat die dann mit doppelter Geschwindigkeit hochgeladen und es hat dann sich immer so blöd angehört. Aber trotzdem, seine Let's Plays hatten irgendwie Charme. Und der dritte, damit mir meine drei Let's Play mal durchmachen, die mich dazu inspiriert haben, selber Let's Plays zu machen, ist der gute, also Lord Finisher macht übrigens keine Let's Plays mehr, und der andere wäre dann der gute Necroscope, ich glaube 86 war es immer, ich weiß nicht, ob er immer noch 86 heißt, ja, tatsächlich ist es noch, der auch zwischendurch dann mal offline war, seinen Kanal gelöscht hat, aber dann wieder neu angefangen hat. Ja, genau, das ist der Necroscope, jetzt habt ihr den auch mal gehört, also auch Brite. Lord Finisher kam, glaube ich, aus den Staaten. Also auch er hat mit klassischen UFO-Let's Plays angefangen. Macht sie immer noch gerne. Und wie ihr seht, eins seiner momentanen Projekte ist XCOM 2. Also das waren die drei großen für mich zumindest, die mich inspiriert haben, selber Let's Plays zu machen. Ich hatte nur einen Grand, ein Problem mit allen drei dieser Let's Players. Ich springe mal wieder zurück auf meinen Kanal. Auf den Kanal der Götter. Sie waren alle sehr unterhaltsam. Ich fand sie alle super gut von ihrem Kommentarstil her. Sie waren sehr lustig, wie gesagt, unterhaltsam. Hab mich jeden Tag auf eine neue Folge gefreut. Das Problem war nur, keiner der drei konnte das Spiel gut spielen. Das ist so ungefähr wie mein momentanes UFO-Let's Play. Also noobig und von der Spielqualität ziemliche Rotze. Und ich habe mir gedacht, ich kann das besser. Ich kann dieses Spiel sehr gut. Und das habe mir gedacht, okay, jetzt nimmst du selber mal eins auf. Und vor allem, es gab das noch nicht auf Deutsch. Ich habe tatsächlich das allererste deutsche Let's Play gemacht zu UFO Enemy Unknown und zu XCOM Terror from the Deep. Der Einzige, der so mit mir zeitgleich war, ungefähr, der, glaube ich, 2-3 Tage später angefangen hat, die erste Folge von seinem XCOM Let's Play Terror from the Deep Let's Play hochzuladen, ist mein guter alter Kumpel, der Eiser. Und das war deshalb auch, warum so unsere Freundschaft entstanden ist damals, weil wir zufälligerweise, genau ohne es zu wissen von dem anderen,
gleichzeitig mit UFOs bzw. Terror from Deep Let's Plays angefangen haben. Das fand ich total witzig, da habe ich den Eisland damals angeschrieben. Ah, ist ja lustig, du fängst ja hier an mit deinem Let's Play zur selben Zeit wie ich. Also gucken wir mal den guten der Eiser, den viele ja von euch kennen, die mich verfolgen und auch der Eiser verfolgen logischerweise. Wir sind dann noch im selben Jahr zusammengekommen, haben dann auch viele Let's Plays together gemacht. Und ja, ich bin mit Eiser immer noch fast täglich in Kontakt. Also auch er, vielleicht sehen wir es, wenn wir auf seine Playlist gucken. Genau, also er hat so angefangen hier, sind das seine ganzen Playlists? Also er hat auch irgendwann mal angefangen, dann ein zweites Terraform Deep Let's Play anzufangen, was er nie fertig gemacht hat. Das hier war sein allererstes. Bei ihm sehen wir noch den Original-Timestamp. Und wir hören ja noch mal labern, jetzt unterbreche ich ihn kurz. Oh, 12.000 Aufrufe schon, nicht schlecht. Also bei ihm war das am 24.02.2010. Ich glaube, habe eine Woche vorher angefangen. Gut, auf jeden Fall, ja, so kam ich auch zum Werten der Herr Eiser, aber das ist jetzt nur so mal hier abgeschwiffen. Wie gesagt, ich habe das allererste damals UFO Enemy Unknown Let's Play gemacht. Ich glaube, der nächste, der dann so kam in der deutschen Szene, war Sören Malmström. Ich glaube, er hat sein Let's Play damals nie fertig gemacht. Das waren so die ersten drei, also mit mir inklusive, wo ich mich erinnern kann, wir haben UFO Let's Plays gemacht für den deutschen Markt. Gut, wie gesagt, ich habe mich... habe mir damals so gedacht, okay, ich kann das auch spielerisch besser. Und meiner Meinung nach waren die Let's Plays damals von mir spielerisch von UFO und von XCOM wirklich super top, weil ich damals wirklich in the game war und auch vom Spiel her sehr, sehr viel wusste, sehr drin war. Und ich würde fast sagen, ein kleiner Profi war. Nur im Nachhinein gesehen natürlich, dass die ersten Let's Plays waren vom Kommentarstil gruselig. Kann ich mir heute nicht mehr angucken, deswegen sind sie auch nicht mehr online. Dazu später noch mal ein bisschen mehr. Und das ist, glaube ich, so eine Entwicklung, die jeder durchmacht. Wenn er anfängt bei YouTube, die ersten paar Videos, damals, erstens kennst du dich nicht aus, wie kommentiert man richtig, man hat keine richtige Technik. Also es geht sowohl vom Technischen als auch vom Reden total schief, so auch wie bei mir. Hat dann auch 2-3 Jahre gedauert bei mir, bis ich dann wirklich so halbwegs so einen Zustand erreicht habe, der für mich heutzutage noch akzeptabel ist. Ja, was soll ich sagen, ich hatte dann... Am Anfang kennt dich kein Mensch. Ist ja logisch, wenn du klein anfängst und so ein Retro-Zeug machst, das so ein Nischenzeug ist, auch heutzutage noch, außer du machst Super Mario Brothers oder sowas. Oder inzwischen PlayStation 1, was inzwischen auch schon als Retro gilt. Und wenn du keine Persönlichkeit aufbaust, nicht weißt, wie das geht, was ich damals sowieso nicht wusste und teilweise heute auch immer noch nicht weiß, dann hast du halt 6 Abonnenten, glaube ich, hatte ich. Nach meinem ersten Monat und da war ich dann schon bei meinem dritten Let's Play, weil ich wurde dann super aktiv, habe dann parallel angefangen, UFO, XCOM, Commander Keen 4 und Knights of Sender, die liefen parallel, alle 4 Let's Plays, teilweise 10, 20 Videos am Tag hochgeladen, übrigens die dümmste Taktik, die du als Let's Player machen kannst, wenn du Views willst, Leute konsumieren nicht 20 Videos am Tag, du kannst 10 Videos am Tag hochladen, aber die Leute werden das nicht gucken, am besten du machst ein Video pro Tag. Leute kommen von der Arbeit, die haben vielleicht noch eine Stunde Zeit, sich das anzugucken und dann gucken sie eine Folge. Wenn du jemand 10 Folgen vorknallst, dann sagt er, 10 Folgen, da habe ich ja keinen Bock drauf, die zu gucken. Außer er ist wahnsinnig, ja. Und ist wirklich heiß auf die Sache. Und dann wird halt, okay, dann heißt es, okay, die gucke ich jetzt mal, ich ätze mal zu später gucken, wenn ich dann am Wochenende mal Zeit habe, dann gucke ich mal rein und dann gerät in Vergessenheit und das wird nie geguckt. Da kriegst du keine Views und die Leute werden auch das Interesse verlieren. Also so als Tipp für mich, von mir, vielleicht für die, die jetzt gerade so einsteigen, vielleicht ihre 10, 20 Abonnenten haben, macht das nicht, überflutet Leute nicht mit Videos. Das Maximum, was ich Leuten zumuten würde, sind 2 Videos am Tag. Zum Beispiel, wenn ihr 2 Projekte parallel laufen habt, dann macht ihr ein Video pro Projekt an einem Tag, fertig. Mehr braucht der Konsument nicht. Klar gibt es Schüler, Leute, die sind 15, 16, die haben 5, 6 Stunden Tag am Zeit, bei denen geht das, aber gerade wenn du zum Beispiel Retro-Spiele machst, wo du auch sehr viele Leute hast, jetzt in ihren 30ern, 40ern, die einen Job haben, die vielleicht Familie haben, die haben keine Zeit, 5 Stunden am Tag sowas zu gucken. Kann schon mal sein, dass sich einer, der eine oder andere hinsetzt, nachts um 2 und jetzt mal so Bulk-Watching guckt, hier so 3 Stunden am Stück. Aber das ist eher die Seltenheit. Gut, ist egal. Also damals total überflutet, hatte 6 Abonnenten und pro Video immer 3, 4, 5, 6 Views. Aber nach dem Laufe der Zeit hat sich das so entwickelt. Dann kam noch der Eiser dazu, dann haben wir so ein kleines Netzwerk aufgebaut. Unter anderem später kam dann noch dazu Steffi, Plexi. Kann ich vielleicht später dann noch ein bisschen
näher drauf eingehen, beziehungsweise gleich in ein, zwei Minuten. Und dann gab es dann noch diesen einen großen Building-Block, den jeder kennt, der ein bisschen was von Let's Plays in der deutschen Szene versteht, nämlich Gronkh, der uns, also mir zum Beispiel, der Eiser, Plexi, den ganzen Kollegen zu unheimlich viel Zuschauerzahl und so einem kleinen Fame verholfen hat. Also wie gesagt, bei mir war es dann so, die ersten UFO-Let's Plays hochgeladen, dann kamen hauptsächlich die Leute, die sich für das Spiel interessiert haben, nachdem ich das einzige Let's Play war, parallel vielleicht mit Eiser. Also das war sowieso so spannend, weil wir gleichzeitig Let's Plays für dieselben Spiele hochgeladen haben und es waren dann so geteilte Lager quasi in den Zuschauern. Also eigentlich gab es drei Zuschauertypen. Das waren die LSD-Fans, dann gab es die Eiser-Fans und es gab welche, die uns beide geguckt haben. Und es gab dann immer so Sachen, wo die LSD-Fans dann so ein bisschen gesagt haben, ja, eigentlich gucke ich dich lieber LSD, weil der Eiser, der macht das und das, das gefällt mir nicht. Und auf der anderen Seite war ihm so, Eiser, ich gucke dich viel lieber, weil dieser LSD, der hat so eine doofe Stimme und der ist immer so ernst und Und es gab Leute, die haben sich für uns beide interessiert, einfach weil sie das Spiel so geil fanden. Gut, wie gesagt, meine allerersten Fans waren wirklich diese XCOM-Lover, diese UFO-Lover, die mich ja teilweise heute noch begleiten. Bin ich übrigens sehr dankbar drüber, für die Treue, für dafür, dass er mich nach 7 Jahren immer noch guckt, auch wenn ich mal kein UFO-LP mache. Und über die Leute bin ich besonders dankbar, die sich, also, das ist wirklich, solche Leute, musst du sagen, von denen habe ich Respekt, die jemanden gucken, egal welches Projekt sie machen. Es gibt Leute, die gucken dich nur, wenn du UFO machst. Es gibt Leute, die gucken mich nur, wenn ich 3D-Shooter mache. Es gibt aber Leute, die gucken wirklich konsequent jedes Video von mir. Man muss sagen, heiden Respekt, ich selber könnte das nicht. Weil ich, selbst bei Let's Playern oder bei generell bei allen YouTubern, ich gucke die Videos inzwischen nur noch, wenn mich das interessiert, was in diesem Video drin ist. Sei es das Spiel oder der Kontext oder was auch immer. Also selbst bei meinen Lieblings-YouTubern, ich kann nicht jede Folge gucken. Von daher dicken Respekt und dicken Dank für alle, die mich über die Jahre begleitet haben und immer noch alles gucken oder fast alles gucken und selbst die, die nur spontan reingucken und selbst die, die erst vor einem Jahr dazugekommen sind. Super. Danke für die Treue, danke für die Views, danke für alles, dass ihr mich so nehmt, wie ich bin. Und ich muss sagen, ich kriege oft mal Kritik. Die meiste ist super konstruktiv und ich habe jetzt schon seit längerer Zeit, vor allem weil ich jetzt wieder bei der kleinen Abozahl hier bin, bei 200x, schon lange Zeit kein Hate mehr bekommen und hey, du bist scheiße und ich habe eine super non-toxic Community, also eine sehr verständnisvolle Community, Leute, die, wie gesagt, mich so akzeptieren, wie ich bin, die mich nicht dauernd blöd anmachen, weil ich irgendeine Scheiße baue oder so, und ich baue sehr viel Scheiße und deshalb bin ich vor allem über meine momentane Viewerschaft super, super zufrieden, es könnte nämlich viel, viel schlimmer sein und ich finde es sehr, sehr gut. Gut, bevor ich jetzt weiter labe über die Projekte, die ich so über die Jahre gemacht habe, wie sich das Ganze so entwickelt hat, schauen wir vielleicht einfach mal kurz, dazu muss ich hier mal kurz minimieren, denn ich habe hier einen Ordner beim Desktop, genau den LST-Ordner, den ich davor schon ein bisschen vorbereitet habe, weil ich so ein bisschen auf der Festplatte und auf alten CDs gekramt habe, ob ich noch so ein bisschen altes Zeug finde. Öffnen wir den mal schnell. Und ich habe tatsächlich noch alte 3 Screenshots von meinen Kanälen im Jahr 2010 gefunden, was ich total witzig finde, die wir uns jetzt mal angucken können im PNG-Format. Ich hoffe, das funktioniert. Mein gutes altes AC/DC, das übrigens auch aus den 90ern ist, das ich immer noch zum Bilder angucken verwende. Gucken wir mal vom Jahr 1998 nach wie vor immer noch mein Lieblingstool zum Bilder angucken. Und jetzt pass mal auf hier, ne? Datum. Das ist der 1. Juli 2010. Ein Blick auf meinen Kanal vom 1. Juli 2010. Noch mit diesem alten, angestaubten YouTube-Layout. Meine Güte. Gab es damals einen Tatz, als dieses Layout abgeschafft wurde. Mein Gott, die Leute sind auf die Barrikaden gegangen, wie es YouTube wagen kann, das Layout zu ändern. Und jetzt guckt euch das an, sieht das nicht aus wie ein Stück Scheiße. Es sieht nicht aus wie ein Stück Scheiße, aber es ist halt jetzt so, zwischen so ein Layout kannst du keinem mehr zumuten. Also, können wir kurz rüber gucken. Es ist super einfach. Abonnenten 171, da war ich noch ganz, ganz klein. Das war auch noch vor der Gronkh-Ära. Ich werde Leuten, die meine Vergangenheit nicht kennen, die Gronkh-Ära dann gleich noch ein bisschen genauer erläutern, was das bedeutet. Also hier das angesagte Video war, hey, LST, wo bleiben die Commander Keen-Videos mit so ein bisschen Outtake-Reel, wo ich so rumgeflucht habe, wie ich bei Commander Keen faile. Ansonsten hier war damals so super stolz auf dieses Knights of Center-Projekt, das ich gemacht habe, das Megatech-Spiel, weil es auch vom Spieltechnischen her super war. Also damals wirklich mein Hauptaugenmerk damals, im Gegensatz zu heute, war wirklich
dass ich von der Spielqualität super Let's Plays biete. Das heißt, nicht sterben, so viel Secrets wie möglich mitnehmen, kompetente Infos zum Spiel geben. Das war damals so meine Mission. Neben meiner Hauptmission, alte Spiele, Retro-Spiele an einen Mann zu bringen, die mir damals super gefallen haben. Einerseits für die Zielgruppe, ach ja, wir haben die früher auch gespielt und oh, jetzt kann ich endlich mal wieder in Erinnerung schwelgen, Super LSC, denn ihr müsst bedenken, 2010, Let's Play war sehr klein, vor allem auf dem deutschen Markt, da gab es deinen CK, da gab es deinen Mexican Dake, deinen Emero, die alle dieselbe Sparte gemacht haben, nämlich hauptsächlich Nintendo-Spiele. Dementsprechend gab es für die meisten Spiele überhaupt keine Let's Plays. Also ich kann mich erinnern, für viele Spiele, die ich damals gemacht habe als Let's Play, war ich nicht nur der einzige, beziehungsweise der erste deutschlandweit, sondern weltweit. Es gab vor mir, gab es kein Knights of Center Let's Play, es gab kein UFO Let's Play auf Deutsch, es gab keine Commander Keen Let's Plays auf Deutsch. Nix. Ich war überall der Pionier, da bin ich ein bisschen stolz drauf, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, das eine war für die Leute, die sagen wollten, okay, ich möchte die alten Spiele nochmal sehen, weil ich sie damals gespielt habe, ich möchte in Nostalgie schwärmen. Und die zweite Zielgruppe war für die Leute, die diese Spiele nicht kennen und ich wollte denen die ein bisschen näher bringen und sagen, hey, Leute, guckt euch mal diese alten Spiele an, die sind super geil. Gut, wie gesagt, also da war es so wie Knights of Center, UFO, Quake. Da habe ich schon angefangen, tatsächlich schon mit diesen Alien Breed Spielen. Oh Gott, was ich, im Jahr 2010 war gleich mein aktivstes Jahr, da war ja auch noch Student, da habe ich wirklich Let's Plays am Fließband rausgehauen, also 7, 8 Let's Plays teilweise pro Monat, unter anderem auch Duke Nukem Manhattan Project und hier noch das Star Trek 25th Anniversary, das ich nie fertig spiele, weil ich den Endkampf nicht geschafft habe, das dann irgendwann gelöscht habe deshalb. Und das wirklich Interessante ist, dann hier so ein bisschen auf die letzten Aktivitäten zu gucken und auch dann hier auf die Kanäle, die ich empfehle, auf die Abos, die ich hatte und dann noch auf die Kanalkommentare, wer da alles draufgeschrieben hat. Damals gab es ja noch diese, gibt es, glaube ich, immer noch diese Kanalkommentare, aber damals waren die wesentlich populärer als heutzutage. Aber können wir mal kurz gucken hier, so abgeschlossene Projekte, Castle Evolution, Starring Mickey Mouse, Drug Wars, Knights of Sender, Quackshot, Quake, Quake Mishpack 1, Monuments of Mars, die meisten Sachen davon habe ich neu aufgenommen, Castle of Illusion habe ich neu aufgenommen, weil mir die Spiele so viel wert waren und, wie gesagt, im Laufe der Jahre mein Kommentarstil so ätzend fand, dass ich das einfach nicht mehr treten konnte für mich selbst, weil ich so ein bisschen geschämt habe über meine eigenen Projekte damals, weil einfach so, ich muss sagen, ich war früher damals zu der Zeit noch ein sehr, sehr introvertierter Mensch. Ich wusste nicht wirklich, wie man spricht, sowohl im echten Leben als auch hier auf YouTube. Also deswegen war ich so, hallo, hier ist LST, mein neues Let's Play zu UFO mit dieser quietschigen Mickey-Maus-Stimme und total verschüchtert. Das hat sich bei mir geändert, so im Laufe 2011, wo ich ein Jahr in Korea war und ich so auf mich allein gestellt war, neue Leute kennengelernt habe und ich aus mir rausgebrochen bin. Da hat sich mein Leben generell komplett verändert und ich habe auch so die Fähigkeit entwickelt, ein bisschen extrovertierter zu sein. Ich bin immer noch ein sehr introvertierter Mensch, aber trotzdem, ich bin offener geworden, habe gelernt zu sprechen und da hat mir auch YouTube, also es hat auch, weil auch mein werter Kollege Quinlan neulich auch so ein ähnliches Video gemacht hat, über seine Vergangenheit gesprochen und so weiter und so fort. Auch er hat es angemerkt, weil ich muss sagen, er hat wirklich recht. YouTube, wenn du das über Jahre machst, es hilft dir, deinen Sprachduktus zu verbessern, offener zu werden, mehr Mut zu haben, mehr auszuprobieren, deine Kommunikation zu verbessern. Und das ist so eine Sache, mal abgesehen davon, dass Let's Plays und YouTube einfach nur mein Hobby ist, das ist so eine Sache, für das ich dem ganzen Ding sehr dankbar bin. Ich habe gelernt zu sprechen, zu reden, mich zu artikulieren, auch mal ein bisschen Forscher zu sein, ein bisschen hier mal mehr Drive und nicht immer so der Ja-Sager zu sein. Es hat mir im echten Leben sehr, sehr viel geholfen. Es hat Jahre bei mir gedauert, das sieht man auch, wenn man YouTube meine allerersten Videos sieht und sich das dann so über Jahre entwickelt. Und ich glaube so, diesen Status, den ich erreicht habe, ab dem ich sagen kann, okay, ich muss mich nicht mehr für meine Videos schämen, weil hier so, hallo, hier ist LSD, heute spielen wir Commander Keen. Ich habe übrigens gerade in die Hose gepinkelt. Das war so ab 2013, wo ich, wie gesagt, aus Korea zurückkam, wo ich in China dann gelebt habe und zurückkam, wo ich so ein größeres Selbstbewusstsein entwickelt habe. Aber egal. Gut, wie gesagt, viele der Spiele habe ich deshalb neu aufgenommen, weil sie mir viel bedeuten und ich wollte einfach ein runder, schönes LP auch vom Kommentarstil haben. Darunter Castle of Illusion, auch Drug Wars, das Let's Play habe ich noch nicht hochgeladen, das muss ich noch schneiden, verarbeiten, kommt demnächst im Übrigen. Knights of Sender noch nicht, weil es ein sehr komplexes Spiel ist. Quake habe ich neu aufgenommen,
als 100% Nightmare Run, sowohl auch der Mission Pack, Monuments of Mars habe ich neu aufgenommen, UFO, die endlose Geschichte, tausendmal aufgenommen und so weiter. Laufende Projekte hat man damals, Alien Breed, Duke Nukem Manhattan Project, das inzwischen offline ist, zweiter Mission Pack zu Quake, Star Trek, Quicklies, Let's Play Quicklies, das war damals auch ganz große Mode, diese Let's Plays von Spielen, die so kurz sind, dass es für eine Folge reicht. 3-Minuten-Videos, 9-Minuten-Videos. Und damals war ich auch noch sehr involviert in Let's Play Togethers oder in Let's Battles, was war ich schon lange nicht mehr, etwas, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Hauptsächlich damals mit der Icer, weil das so der erste war, mit dem ich mich so in der Let's Play-Welt, wie gesagt, befreundet habe. Und da haben wir sehr viel miteinander gemacht. Hauptsächlich so Nintendo-Sachen, Super-Nintendo-Sachen, weil das von den Emulatoren hier einfach am einfachsten zu bewältigen war. Gut, Infos. Ich freue mich natürlich über jeden View und jeden Kommentar. Vielen Dank dafür nochmal an dieser Stelle. Daran hat sich nichts geändert. Bitte abonniert mich nur, wenn ihr meine Videos gut findet. Es gibt kein Sub für Sub. Das ist was, was mir heutzutage immer noch sehr viel oder sehr am Herzen liegt, dass Leute mich eigentlich nur schauen bzw. subben sollten, wenn sie sich wirklich interessieren für die Sachen, die ich mache. Das war auch einer der Gründe, und da kommen wir später nochmal darauf zu sprechen, warum ich meinen Kanal damals dann neu gestartet habe, einfach einen neuen Kanal aufgemacht habe, weil ich hatte da bei meinem alten Kanal und ungefähr 10.000 Abonnenten auf der Höchstzeit und 100 Leute haben geguckt. Und das hat auch so ein bisschen, ich erkläre später dann gleich, wenn wir auf Gronkh zu sprechen kommen, das hat hauptsächlich mit Gronkh zu tun. Und das fand ich immer kacke. Du hast da diese falschen Zahlen gehabt, 10.000 Abonnenten, LST, dieser super Retro-Let's Player und 100 gucken dann zu. Das wollte ich einfach nicht. Also ich wollte meine Fanbase haben, die mir treu ist. Und wenn es nur 10 Leute sind, dann sind es halt eben nur 10 Leute und fertig. Und nicht 10.000, wovon 95% nicht zugucken. Spam-Getrolle, Beleidigungen, Werbung jeder Art und Anfragen, wo man bestimmte Spiele downloaden kann, werden ignoriert bzw. gelöscht. Das heißt, ich wieder mit meinem Monokel vor dem Keyboard. Ansonsten bin ich für Fragen gerne offen und helfe, soweit ich kann. Für meine Videos verwende ich folgende Software. Ich bin nämlich der Profi und muss euch allen sagen, wie man das richtig macht. Aufnahme Fraps bzw. ZD Soft Screen Recorder 4.0, das ist genau derselbe Screen Recorder, den ich gerade verwende, um dieses Video aufzunehmen. Ich muss sagen, ich habe mir meinen momentanen Rechner 2009 gekauft und ich habe alle Let's Plays bis auf ganz neue auf diesem Rechner gemacht und ich habe immer noch das komplette gleiche Setup wie damals, mal abgesehen von neuer Aufnahmehardware und einer neuen Grafikkarte und einer neuen Fraps-Version, immer noch das ganz genau gleiche Setup wie 2010, weil ich diesen Rechner nicht einmal neu aufgesetzt habe. Sehr witzig. DOSBox, Kega Fusion für die Mega Drive-Spieler, ja, und Virtual Dub fürs Editing. Verwende ich ab und zu manchmal noch, wenn es Videos gibt, wo ich gar nichts editieren muss, sondern einfach nur neu rausrennen muss, aber inzwischen bin ich doch sehr großer Freund von Adobe Premiere Pro. Gut, Land Deutschland. Gut, dann machen wir ganz schnell, weil sonst sitzen wir hier noch 3 Stunden. Also wie gesagt, ich empfehle der Icer, den Gronkh, TK Metaframe, eine Dame, die damals auch Let's Plays gemacht hat und Play TV Let's Play Retro. Das war so ein Kanal, so ein Zweikanal von Gronkh, die er damals aufgemacht hat, wo er diverse Retro Let's Plays verlinkt hat, unter anderem auch die von mir, der Icer und Plexi. Abonnenten, Opi waren, kenne ich nicht mehr, ich glaube, da Game Reviews gemacht. Cubex, das waren Longplays. Lights ist eine Musikkünstlerin, eine Sängerin. Lord Finisher, den hatten wir ja vorher schon mal. Dr. Dre fand ich sehr cool, das war, glaube ich, so ein slowakischer Let's Player, der Let's Plays auf Englisch gemacht hat, unter anderem von Eye of the Beholder, deswegen mochte ich ihn so gern. Necroscope hat man schon, der Ice hat man schon, Gekoska hat man schon, Metaframe hat man gerade, in Gronkh kennt er ja. Eiterherz war ein recht kurzlebiger deutscher Let's Player, den ich damals ganz gut fand. Der hat zum Beispiel Gods gemacht oder Alien Breed Tower Assault, gibt's auch nicht mehr. Der Herr hat damals Star Wars Rebellion gemacht, das Let's Play fand ich ganz cool. Und Plexi kennt der eine oder andere, wahrscheinlich auch, mit dem ich auch dann ziemlich viele Projekte gemacht habe. Wizards of War, Alien Swarm, glaube ich, Deuteron, halt so ein paar Let's Play Together. Was ich ganz interessant finde, auch ein Gruß damals an Bosiful, also was heißt damals Gruß an Bosiful, der damals, glaube ich, noch keine Let's Plays gemacht hat, später aber dann auch mit Let's Plays angefangen hat.
ich glaube, er fängt jetzt wieder an, so ein bisschen Videos zu machen nach 5 Jahren Pause oder so. Gruß an den Bose auch, mit dem ich dann auch sehr viele Sachen gemacht habe zusammen, der dann auch so in unserem Zirkel war, zusammen mit Steffi, der Eiser, Plexi etc. pp. Und der gute Gronkh. Da war Gronkh, und jetzt kommen wir endlich mal auf das Thema Gronkh zu sprechen, während hier ich das mal auflasse hier und meinen Stuhl zurechtdrücke. Also Gronkh damals, ne, der hat sogar nach mir angefangen, ein paar Monate nach mir. Und der hat auch angefangen, einerseits mit so ein bisschen blödeles LPs, hier so Postsimulator, Postbotensimulator, was das war, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Und seine andere große Passion war immer Retro-Let's Plays. Er hat also auch angefangen mit Retro-Let's Plays. Er ist dann, ich weiß gar nicht, bin ich auf ihn zugekommen oder er auf mich? Ich glaube, er fand dann damals meine Let's Plays cool, weil ich diese alten Spiele gespielt habe, hier so Commander Keen, und er meinte so, oh, dufte, diese ganzen Games von damals, voll geil, finde ich cool, dass du die spielst. Und dann ist hier so Freundschaft entstanden zwischen mir und Gronkh. Haben uns auch öfter mal ausgetauscht, wie ihr hier auch seht, hier, wir haben mir für 100 Abonnenten hier gratuliert, und er war dann schon bei, ja, er war auch erst bei 600, also damals war Gronkh noch ganz klein, aber er hat mich dann natürlich irgendwann total überholt, da hatte er dann 100.000, ich war immer noch bei meinen 200, auf jeden Fall, ich und Gronkh, da waren wir noch per Du und auch Eiser und Plexi, das war immer so diese kleine Retro-Connection, Plexi, Eiser, ich und Gronkh. Und die Sache ist, ne, jetzt schauen wir mal weiter. Der nächste Kanal-Screenshot vom 22.12.2010. Da hatte ich schon über 1000 Abonnenten und ich habe anscheinend gerade Herr DK abonniert, okay. Gucke ich mir heutzutage nicht mehr an, muss ich ganz ehrlich gestehen, der ist mir dann irgendwann ja gut, ich möchte jetzt nicht rummotzen oder sonst was. Gut, und der gute Gronkh war schon bei 13.000. Wir haben parallel mit Gronkh Abos dazu gewonnen, weil damals, während wir hier nochmal so ein bisschen auf den alten Kanal gucken, damals war das Ganze noch ein bisschen anders bei YouTube. Das heißt, du konntest deine favorisierten Kanäle wie heutzutage noch in deine Liste hinzufügen und dann erscheinen die hier so, ey, Kanäle, die ich geil finde. LST, LST Pupser, LST, was auch immer, Gronkh, der Eiser. Und die Sache war folgendes, wenn ich jetzt zum Beispiel hier den LST-Kanal habe und sage, ich finde Gronkh voll geil und finde Herr DK voll geil, und wenn du jetzt als User mich abonniert hast, mein LST SMR014-Kanal, dann hast du gleichzeitig alle Kanäle mit abonniert, die hier in dieser Box sind. Das heißt, wenn du mich abonnierst, hast du Gronkh gleich mit abonniert. Das heißt, zigtausend Leute haben Gronkh abonniert und die meisten dann automatisch mit mich dazu. Deswegen haben ich, Eiser und Plexi plötzlich tausende von Abonnenten gehabt, obwohl nur 20 Leute zugeguckt haben. Also, um diese Zahlen von früher mal zu relativieren. Wir hatten nicht 10.000 Abonnenten, weil uns 10.000 Leute geguckt haben. Es waren 10.000 Leute, die Gronkh geguckt haben. Aber indirekt, und das muss man dazu sagen, während wir jetzt auf einen Screenshot vom 28.8., okay, das ist ein bisschen früher, vom 28.8. gucken. Also, wie gesagt, viele Leute haben uns abonniert, unfreiwillig oder ohne es zu wissen, weil sie Gronkh abonniert haben. Andererseits hat uns das, also natürlich, die Zahlen hat das verbessert, aber andererseits haben wir dazu auch viele neue, treue Zuschauer dazugewonnen, die uns vielleicht sonst entdeckt hätten, aber die bei uns hängen geblieben sind. Und das war dann trotzdem schon ganz toll. Also wie gesagt, an der Hochzeit, solange das System noch so war, hatte ich ungefähr 10.000 Abonnenten. Und dann über die Jahre hinweg, als dieses System nicht mehr so war, dass man die ganzen Subkanäle hier mit abonniert, dann ist es wieder abgefallen auf 8, 7. Einerseits, weil viele YouTube-Kanäle natürlich dann irgendwann mal weg waren und viele haben gedacht, ach, wieso habe ich den Scheiß überhaupt abonniert? Guck doch gar nicht. Also es sind dann wieder so 7.000 und so geworden und ich glaube, inzwischen hat es sich bei 6.000 eingependelt. Dieser Kanal hier, Leute, die wissen, das ist nicht mein Kanal, den wir jetzt noch vor mir haben, diesen LST Let's Play-Kanal, weil ich ja damals alles neu aufgestellt habe. Wir können vielleicht nochmal kurz gucken, wenn ich hierher gehe. Ich glaube, wenn wir jetzt mal suchen, ne, ich mache nochmal ein neues YouTube-Fenster auf und suche nach LST SMR014, also meinem allerersten LST, Gott im Himmel. Ich muss ja gerade so blöd ums Mikro greifen, deswegen
vertippe ich mich hier dauernd. Genau, den Kanal gibt es noch mit 6400 Abonnenten. Das war der ursprüngliche Kanal, den ich damals angelegt habe für Let's Plays. Den gibt es noch. Ich werde ihn aber irgendwann mal abschalten, komplett. Beziehungsweise ich werde alle Videos entfernen und dann nur noch ein Infovideo machen. Hier übrigens, das ist nicht mehr mein original Let's Play-Kanal. Wenn ihr meine Let's Plays weitersehen wollt, dann geht doch auf diesen Kanal. So, ihr seht, ich habe hier noch ein paar Videos und Let's Plays offen. Und dann, bevor ich jetzt vielleicht weiter... Es ist ein bisschen blöd, wenn ich das jetzt hier so ein bisschen nach Kategorien aufteilen möchte, dann kann ich jetzt nicht so springen. Aber ich kann schon mal sagen, diese ganzen Let's Plays hier, die verschwinden gerade und im Laufe der nächsten Wochen, Monate. Denn ich habe ja auch einen Archivkanal. Also ich habe im Moment Let's Play technisch zwei Kanäle. Eigentlich drei. Drei dieser alte, der brach liegt und nicht mehr aktualisiert wird und bald gelöscht wird. Der andere ist der normale Let's Play-Kanal, den wir hier sehen. Und der dritte ist der LST-Archivkanal mit Let's Plays von 2010 bis 2012. Das sind diese Let's Plays, die ich selber nicht mehr gut finde aufgrund meines Kommentarstils, aber weil mich Fans immer wieder fragen, hey, ich möchte deine alten Let's Plays sehen, wo sind die hingekommen? Lösch die nicht, ich möchte die sehen. Habe ich mir gedacht, okay, ich lege diesen Archivkanal an, der abseits meines normalen Let's Play-Kanals ist, dass die beiden nicht miteinander verbunden werden, aber Fans meiner alten Let's Plays können trotzdem meine alten Let's Plays noch angucken. So, das heißt, alle diese Let's Plays, die hier noch auf dem Kanal sind, die sind schon hochgeladen auf diesem Kanal, teilweise noch versteckt, weil ich sie noch taggen muss und so weiter und so fort und die Beschreibung schreiben muss, aber sobald das alles mal erledigt ist, dann wird dieser alte Kanal hier brachgelegt. Okay, das nur mal so abgeschwiffen. So, ja. Demnach gibt es hier leider keine, alter Kanal, keine komplette Liste mehr von Let's Plays, die ich alle gemacht habe. Also was hier jetzt noch drauf ist, sind eigentlich wenige Sachen, wie zum Beispiel Let's Play von diesem neuen XCOM, alte XCOM Let's Plays, die Alien Breed-Reihe, Dead Space habe ich gespielt, World Rescue, teilweise auch Together mit der Isa und Plexi und so weiter und so fort. Auf dem Archivkanal können wir jetzt schon sehen, einige sind schon freigeschaltet Let's Plays, wie zum Beispiel hier Terror from the Deep, Chill of the Jungle, Quackshot, Drug Wars, Commander Keen und so weiter und so fort, Knights of Center und es werden noch viel, viel mehr folgen. Von dem her habe ich jetzt keine komplette Übersicht mehr von allen Projekten, die ich habe. Einige dieser Projekte, die auf diesem ganz alten Kanal hier waren, sind inzwischen hier auch auf meinem neuen Kanal hochgeladen. Ihr wisst das wahrscheinlich alle schon. Also wir können es mal ganz kurz gucken in den Playlists. Ich habe übernommen vom alten Kanal auf den neuen Kanal zum Beispiel hier Muri und die ganzen Duke Nukem Sachen, Heart of China, Nam, die Eye of the Beholder-Reihe. Das ist übrigens Eye of the Beholder, sind die einzigen beiden Let's Plays aus dem Zeitraum 2010 bis 2012, die ich auch auf den neuen Kanal hochgeladen habe. Trotz meines schlechten Kommentarstils, weil ich diese Let's Plays einfach ganz besonders finde. Okay, und so weiter und so fort. Und hier, Blood war noch eins. Und dann starten hier schon die neuen Let's Plays, die ich exklusiv für den neuen Kanal hier aufgenommen habe. Doom 2, Duke Anniversary, Heretic, Blood Deathwish und so weiter und so fort. Gut. Aber weiter, ne? Wie gesagt, da hat uns der Jute Kronk abonniert und dann sind wir zu Fame gekommen und also zu Pseudo-Fame, haben mehr Zuschauer bekommen. Dann ist das Ganze so ein bisschen ins Rollen gekommen. Dann ist dieses Netzwerk entstanden. Vielleicht sieht man es noch auf meinem alten Kanal. Jetzt pass mal auf, wo ist er? Hier, genau, Kanäle. Genau, da ist noch ein bisschen was von der alten Sippenschaft. Ja, nicht mehr wirklich, aber noch ein bisschen noch was. Ein bisschen vereint. Also wie gesagt, es gab dann so diese lose Connection von Let's Playern, die wir damals waren, 2010, 2011, die immer gemeinsame Sache gemacht haben. Unter anderem der Eiser, den ich schon vorgestellt habe, hier, der es nach 7 Jahren immer noch nicht geschafft hat, ein Kanalbild hochzuladen. Junge, das geht nicht. Wollte ich nur mal sagen. Dann der Bosiful, der wie gesagt später auch angefangen hat, Let's Plays zu machen. Und ein guter Kumpel von uns geworden ist. Schauen wir mal kurz auf seinen Kanal. Also er hat schon länger nichts mehr gemacht. Ja, ihr seht, vor ein paar Wochen hat er jetzt wieder erste Lebenszeichen von sich gegeben. Aber ansonsten, das letzte Let's Play war vor 4 Jahren. Hat auch ein paar coole Titel gemacht. 4 zum Beispiel. Commander Keen hat sich, glaube ich, auch ein bisschen von mir inspirieren lassen. Danke. Sein Clock Tower Let's Play war super cool, finde ich. Resident Evil hat er gerne gemacht. Also er ist halt auch so ein bisschen so der PlayStation-Spieler auch. Isle of the Dead war super geil. Wir haben da auch mal ein kurzes Let's Show 3-Episoden mit ihm gemacht, zusammen auf seinem Kanal. Und so weiter und so fort. Also das war auch einer unserer Gang sozusagen. Steffi, die Dame kennt ihr vielleicht noch, die auch hauptsächlich viel mit Eisel zusammen gemacht hat. Also so
Vor allem so klassische Nintendo-Sachen, so Jump'n'Runs, Donkey Kong, Gameboy-Sachen, aber auch alte Adventures. Gut, so jetzt komme ich hier ein bisschen durcheinander mit den ganzen Fenstern. Der andere war Plexi, den ich jetzt gerade nicht mehr in der Liste habe. Ich muss mal gucken. Wir können vielleicht mal kurz nach ihm suchen. Den guten Plexi, den wir dann auch viel zusammen gemacht haben. Ich glaube, die Schreibweise ist richtig, genau. Der auch seine 12.000 Abonnenten im guten Kong zu verdanken hat. So, genau. Also ja, dann auch lauter so Sachen, Retro-Sachen gemacht. Auch immer qualitativ sehr hochwertig. Auch einige Sachen mit uns zusammen, die waren dann weniger hochwertig. Also ihr seht so Spiele wie Monkey Island und TTT, habt gar keine Ahnung, was TTT ist. Dizzy, Megalomania, Gabriel Knight 1 zusammen im Eiser, glaube ich. Ascendancy, Lands of Lore, Legend of Grimrock und so weiter und so fort. Ich glaube, Millennium war das Let's Play, was ich mit ihm zusammen gemacht habe. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, das war so die Gang damals und da haben wir uns dann so durch die Jahre durchgespielt. So wie gesagt, ne? Und ich mache es jetzt ein bisschen kürzer, jetzt kommen die unspektakulären Sachen, weil ich labere jetzt echt schon viel, viel, viel zu lange. Ich möchte auch gerne mal zu meinen anderen Punkten kommen. Also wie gesagt, 2010 war die Höchstzeit, da habe ich glaube ich 20, 30 LPs rausgehauen. Dann kam 2011, Anfang 2011 hatte ich die Chance nach Korea zu gehen. Studentenaustausch war da ein Jahr. In dem Zeitraum habe ich 0 Let's Plays gemacht. Hatte auch da überhaupt keinen Bock, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hatte immer so zeitweise so Phasen, wo ich überhaupt keinen Bock hatte, Let's Plays zu machen. Und das war dann auch 2011 so in Korea, klar, da hat man ganz andere Interessen. Dann kam ich zurück. 2012, habe dann wieder angefangen, Let's Plays zu machen. Das war unter anderem Blood, Nam, ich glaube eine Neuauflage von UFO, Duke Nukem. Da fing es dann so an, so 2012, langsam, dass mein Redestil sich verbessert hat und so Let's Plays entstanden, die ich mir heute noch angucken kann. Dann war ich 4 Monate in China, habe da gearbeitet, unter anderem, wo ich dann auch kein Let's Plays gemacht habe. Dann kam ich zurück und dann hat sich so entwickelt, wo ich sage, okay, da bin ich dann so durch, rausgebrochen aus mir selbst als Persönlichkeit und habe dann so Let's Plays gemacht, die ich mir heutzutage noch angucken kann. Das ging dann so noch 2013 und ich glaube, Ende 2013, 2014 hatte ich keinen Bock mehr auf Let's Plays. Da fand ich die ganze Sache unheimlich kindisch. Ja, nicht kindisch, aber ich war einfach nicht mehr zufrieden damit und ich wollte auch Sachen machen, die mir anspruchsvoll sind. Ich wollte trotzdem noch was mit Retro-Sachen machen, aber vor allem, wollte ich mich nicht mehr beschränken lassen, nur auf Spiele. Ich wollte auch andere Sachen machen. Ich wollte mal Filme machen, vielleicht trotzdem noch im Spielesektor bleiben, aber auch in anderen Formaten wie Podcasts, Reviews, was ich dann auch letztendlich gemacht habe. Ich wollte mal was über Musik machen, über meine andere große Passion, Korea und so weiter. Und ich wollte einfach Let's Plays, weil ich mir so gedacht habe, Let's Plays, schön und gut. Also es gibt Leute, die machen Let's Plays zu ihrer Kunst und die machen da ihr Herzblut und Production Value und gute Let's Plays sind auch nicht einfach zu machen. Aber im Prinzip, Let's Plays ist sowas, was jeder machen kann. Das ist so ein bisschen Dummy-Format, habe ich mir damals gedacht. Und ich wollte einfach mal was Komplexeres machen, was Besseres, was Interessantes, was so ein bisschen mehr Arbeitsaufwand und vor allem Kreativität benötigt. Kreativität im Sinne von, ich war schon mein Leben lang ein Freund von Texte schreiben, von Reviews schreiben. Ich habe damals schon als kleines Kind, als wir 10 Jahre alt waren, unsere eigenen Computerzeitschriften gemacht, mit 5 Seiten-Reviews zum Spiel teilweise. Und ich wollte einfach mal wieder, ich habe auch früher sehr viel Lyrik, Poetry und so Sachen geschrieben. Also ich wollte unbedingt mal wieder, ich wollte früher auch, um den Satz zum 100. Mal anzufangen, ich wollte früher auch einer der großen Träume wie jeder, so kleiner Pickelbubi, der viele Spiele spielt, Spieleredakteur werden. Würde ich heute keinem mehr empfehlen, da kriegst du den Hungerlohn. Also übrigens, ich habe mich mal, um vielleicht mal abzuschreiben, ich habe mich mal beworben auf einen, bei mehreren Magazinen und vor ungefähr 4-5 Jahren, als ich aus ja, was heißt 4-5 Jahren, 2013 war es konkret, als ich aus China zurückkam und mir einen neuen Job gesucht habe, habe ich bei allen möglichen Sachen beworben. Spielefirmen, Journalistik etc. Unter anderem auch bei 2 Online-Spieleportalen. Ich glaube, das eine war Gamers Global von Jörg Langer, von dem ich zwar, also es war da so eine
Spontanbewerbung von mir aus. Die hatten keine offenen Stellen ausgeschrieben. Also habe ich einfach mal so einfach so eine Bewerbung hingeschickt. Und habe sogar eine recht nette, schöne, individuelle E-Mail von Jörg Langer zurückbekommen. Der sagt, okay, momentan wir suchen nichts, aber ich fand deinen Lebenslauf sehr gut. Und auch dein Artikel war ganz gut, den du eingeschickt hast, dein Testartikel. Aber er war auch ganz ehrlich mit mir und sagte, glaubst du mit deinen Qualifikationen beziehungsweise mit deiner Vergangenheit, du warst auch im Ausland, Korea, hier und das, ist das wirklich das, was du machen möchtest? Ich glaube, du bist woanders besser aufgehoben. Das war, obwohl ich abgelehnt wurde, eine positive Erfahrung, muss ich sagen, Hut ab. Erstmal sich die Zeit nehmen, so einen sehr persönlichen Antwort zu schreiben, obwohl du abgelehnt wirst. Großer Respekt. Das andere war dann ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, weil ich ehrlich gesagt von dieser Klitsche nach meiner Erfahrung überhaupt nichts halte. Ist so ein Online-Spieleportal, etwas kleiner, aus Frankfurt. Die haben auch Spiele im Namen, weiter möchte ich nicht gehen. Die auch sehr viele Spiele-Tipps machen und Reviews. Und das war eine sehr, sehr negative Erfahrung. Obwohl sie, ich war da beim Vorstellungsgespräch vor Ort, obwohl sie sich sehr bemüht haben, nett zu mir zu sein. Also erstmal kam es mir so vor, als wüsste da, es war, glaube ich, eine Volontariatstelle. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall kam es mir doch sehr vor, dass diese in Anführungszeichen billigeren Arbeitskräfte doch sehr ausgenutzt werden, sowohl vom Gehalt her als auch von den Arbeitsaufgaben. Hier, mach mal Screenshots und so. Und die haben dann auch gesagt, okay, ich weiß gar nicht mehr, wie genau. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte ist, du verdienst einfach als Journalist heutzutage nichts. Die haben mir dann für 2 Jahre fest ein Gehalt von 1.200 Euro pro Monat angeboten. Und die erste Gehaltserhöhung hätte ich nach 2 Jahren bekommen können. Was, gerade wenn du in Frankfurt lebst, leben musst, eine unheimliche Sauerei ist. Da musst du Elternabend nicht durchfinanzieren vielleicht. Und deswegen, heutzutage, ich würde nie wieder diesen Weg einschlagen wollen oder daran denken wollen, einfach weil du damit nicht vernünftig leben kannst, finde ich. Außer du bist hier irgendwo Chefredakteur vielleicht. Aber das nur mal so abgeschwiffen. Aber wie gesagt, dieser kreative Prozess, dieses Schreiben, was erschaffen, was jetzt nicht nur heißt, sich vor ein Spiel zu setzen und hier zu sagen, oh, Ficken, der hat mich getötet und hohoho. Und weißt du, halt diese übliche Let's Play-Gelaber, wo du halt einfach frei Schnauze runterlaberst, was dir gerade in den Kopf kommt und wo meistens nur Blödsinn rauskommt. Klar, es gibt Leute, die können das sehr gut, die sind sehr originell, die sind sehr witzig, die können das über jedes Video hinweg durchziehen und die Qualität beibehalten, selbst wenn sie 8 Stunden am Stück aufnehmen, aber sagen wir mal so, 95% aller Let's Plays ist uninspiriertes Gelaber. Es heißt nicht, dass es schlecht ist, aber es benötigt keinen Hirndenkschmalz und es benötigt nichts Innovatives, nichts Kreatives. da kam mir gerade ein Bäuerchen raus. Ich habe übrigens auch keinen Schimmer, wie lange ich jetzt schon aufnehme, wahrscheinlich schon 3,5 Stunden. Aber auf jeden Fall, ich mache es jetzt kurz, weil ich möchte jetzt diese ganze History-Sache abschließen. Während ich jetzt gerade mal auf mein Handy gucke und meinen Lageplan hier mir näher angucke. Genau, also wie gesagt, ich wollte dann einfach weg von den Let's Plays. Mich hat das so deprimiert, ich wollte ihn überhaupt nicht mehr machen. Ja, danke für die Messages hier unten übrigens. Jetzt bloß nichts Schweinisches schreiben. Passiert leider zu oft. Wie gesagt, ich wollte einfach mal was anderes machen. Dann habe ich wollte mich auch wirklich bewusst von meinen Let's Plays distanzieren. Und ich habe gesagt, okay, ich möchte meine Vergangenheit als Let's Player, dieses blöde Highlighting da unten, meine Vergangenheit als Let's Player möchte ich jetzt nicht komplett über Bord werfen und denyen, also hier sagen, okay, ich war nie Let's Player, ich habe es vielleicht nie gemacht. Aber ich wollte neue Inhalte machen und meine neuen Inhalte klar distanzieren von den alten Inhalten. So, 3 Sachen quasi. Es war dann quasi eine Dreiteilung, die ich mir überlegt habe, was dann in 3 Kanälen resultierte. Einerseits dieser neue LST Let's Play Kanal, wo ich sage, okay, da lade ich trotzdem, obwohl ich aufhöre mit Let's Plays für alle Zeiten, ich wollte nie wieder ein Let's Play machen, da lade ich wenigstens die alten Let's Plays hoch, die ich gut finde. Da mache ich einen LST Playtime Kanal, wo ich Reviews mache,
zu spielen, zu filmen. Das, was ich halt jetzt machen möchte, etwas Kreativeres. Dann habe ich die zwei Sachen auf jeden Fall hundertprozentig voneinander getrennt und das eine muss mit dem anderen nicht mehr in Verbindung gebracht werden. Und das dritte, meine andere große Passion war Korea. Der Kanal kam dann ein, zwei Monate später. Ich sage, ich möchte etwas für meine große Passion im Leben machen. Eine Passion, die größer ist als meine erste Passion Retro-Spiele, meine zweite Passion Filme. Das dritte ist einfach Korea als genereller Kontext. Und sagt, okay, ich rede jetzt über Korea, Reisen, was passiert in Korea, koreanische Musik, koreanische Filme, koreanische Frauen. Gut, dann kam 2015 war das, genau Anfang 2015, glaube ich. Oh Gott, ist das schon wieder ewig her. Diese Trennung der Kanäle. Und dann habe ich länger Zeit nichts mehr mit diesem ganzen Let's Play-Gedöns am Hut haben wollen. Bis ich dann irgendwann wieder, ich glaube im Jahr 2016, angefangen habe. Dann hat es mich einfach wieder gebeutelt. Ich wollte einfach mal wieder Let's Plays machen. Die Scheiße ist dann, ich habe angefangen, habe gemerkt, ich bin so raus, ich kann das sowas von gar nicht mehr nach fast zwei Jahren Pause, dass ich irgendein Schlonspiel genommen habe, von dem ich nie ein seriöses Let's Play gemacht hätte. Das war damals Duke Nukem 3D, dieses hundsmiserable Mission Pack, dieses Nuclear Winter. Okay, jetzt laufst du einfach nur drei Stunden blödsinnigste Scheiße, weil du bist eh nicht mehr drin und machst einfach ein Let's Play, einfach nur mal wieder reinzukommen. Da hat mich die Passion wieder gepackt und ich habe wieder Let's Plays gemacht und es macht mir jetzt doch wieder eine Menge Spaß. Trotzdem machen mir die anderen Formate dennoch sehr viel Spaß. Weiterhin, also ich möchte auch weiterhin dieses Review-Zeug verfolgen und ich mache in letzter Zeit am meisten eigentlich fast für meinen Korea-Kanal. Auch das werde ich weiterführen. Also im Moment ist halt wirklich sehr, sehr, sehr schwierig, Zeit für alles zu finden. Weil ich, wie gesagt, arbeite, da noch andere Sachen nebenbei machen muss. Ich bin auch ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Das heißt, auch von meinem gesundheitlichen Zustand, ohne jetzt ins Detail zu gehen, plagt mich schon seit mehreren Jahren so, dass ich gerade so noch von der Arbeit komme und dann mein Erschöpfungsgrad erreicht ist, aufgrund meines gesundheitlichen Zustands. Und das ist wirklich so ein Lebensabschnitt, der mich sehr deprimiert, weil ich sehr viel machen möchte, sowohl für diese YouTube-Projekte als auch privat. Sprachen lernen, das tun, dahin gehen, das machen, meinen Horizont erweitern, aber mein gesundheitlicher Zustand das momentan einfach nicht zulässt. Und ich weiß nicht, wann oder ob das überhaupt mal wieder weggeht und sich dementsprechend verbessert. Das heißt, ich schaff's durch meine 8 Stunden Arbeit und dann bin ich körperlich und geistig so am Boden, dass ich eigentlich ins Bett falle oder ins Bett fallen möchte. Dementsprechend für Let's Plays geht das ab und zu, dass man sagt, okay, nach der Arbeit, ich bin zwar hundsmüde, aber komm, 2, 3 Folgen Let's Plays kannst du noch aufnehmen. Dementsprechend sind die qualitätsmäßig dann nicht immer so gut, vor allem von den Kommentaren her, aber auch von der spielerischen Qualität, weil einfach mein Hirn so zu ist und ich so erschöpft bin, dass nichts Besseres unten rauskommt. Deswegen habe ich mich auch viel spezialisiert auf Blind-Projekte in letzter Zeit oder diese 3D-Schule, die ich einfach so anspielen kann, durchspielen kann, ohne dass ich mir vorher große Strategie überlegen muss, wie bei so einem Strategiespiel wie UFO oder so, wo ich immer 100% auf einem Game sein muss, wo ein Fehler alles kaputt machen könnte. Das ist so der Hintergrund für meine momentane Projektwahl. Also es bleibt dann meistens immer nur so das Wochenende für so größere Projekte oder für einen kreativen Content, wo so ein 10-Minuten-Game-Review, das wissen viele Leute nicht, das frisst 3, 4 Tage Arbeit. Das sind 10-Minuten-Video, aber da hängst du manchmal eine Woche dran. Erstmal musst du Footage aufnehmen. Wenn du ein ganzes Spiel zeigen willst, sitzt du vielleicht 2, 3 Tage dran, nimmst nur Footage auf, dann schreibst du deinen Text, dann nimmst du das Audio auf. Das Audio ist natürlich keinesfalls perfekt. Sitzt du nochmal 2 Stunden dran, Pegel hier, Pegel da, die Outtakes rausschneiden, den Scheißgelaber dazwischen, was nicht reingehört, dann schneiden. Videomaterial, Grafiken machen im Photoshop, Effekte dazu, rausrendern. Ich habe einen langsamen Rechner, das Rendern dauert manchmal mehr als das Schneiden. Hochladen, Textbeschreibung, Thumbnail, Monetarisierungseinstellung. Oh, die Arbeit, die in so ein Video geht,
Das kann eine halbe Stunde sein, das kann 2, 3, 4 Wochen sein. Ich habe Projekte hier auf der Festplatte, hauptsächlich für meinen Playtime-Kanal und für den Kurier-Kanal, die ich vor 5 Monaten angefangen habe, die immer noch nicht fertig sind. Zum Beispiel so eine Sache wie Top 30 Musikalben oder so für den LSD Playtime-Kanal, das irgendwann hoffentlich mal kommen wird. Oder Podcasts, die ich schon halb runtergeschrieben habe und nie fertig gemacht habe, weil einfach die Zeit fehlt, beziehungsweise der Gesundheitszustand das nicht zulässt. Von daher ist es momentan sehr schwierig, alle 3 Kanäle gleichzeitig zu bedienen. Und deshalb kommt auch nicht mehr regelmäßig auf allen Kanälen was. Das nur mal so als Hintergrund auch, ne? Warum, weshalb, wieso. Gut, bevor ich jetzt zur Zukunftsplanung gehe und ein bisschen auch so die anderen Kanäle vorstelle, die ich sonst noch habe, Projekte, vielleicht nochmal kurz ein Wort, ne? Zu 7 Jahren Let's Plays und vor allem, Moment mal, ich habe noch ein paar kleine Schmankerl, ne? Die ich mir davor rausgesucht habe. Also hier übrigens der Bildbeweis, lustig, also ich wollte das jetzt eigentlich gar nicht zeigen, vor allem, weil ich auf dem Bild auch wieder damals in so einer Fettphase war, wo ich so wirklich unheimlich fett war, wo ich den werten Kollegen, ich habe es nur zufällig gefunden davor, als ich nach den alten Sachen gesucht habe, wo ich den guten Kollegen, ich glaube 2014, Gronkh hier nochmal auf der Gamescom getroffen haben, wir ein bisschen gelabert haben, war übrigens ein super Moment, oh, der LST, Alter, cool, dass wir uns mal in echt sehen und so, lass uns ein Bild machen, so, also hier der Bildbeweis, Gott, ich sehe so doof aus so einem Bild, sofort bitte wieder übrigens hier aus euren Gehirnen verbannen, hier diesen, wie heißt es, Man in Black Knipser raus. Übrigens, ne, es, viele Leute wollen, ich weiß nicht, warum die das wollen, ihr seid alle verrückt, aber die wollten schon immer mal sehen, wie ich wirklich ausschaue. Und dieses Bild soll bitte nicht stellvertretend sein. Wie gesagt, ich habe mir überlegt, heute ein Facecam zu machen, habe mich dagegen entschieden, weil ich im Moment hier so wie so ein Schweinchen dick ausschaue. Wer mich im Normalzustand sehen will, ich zeige euch danach ein Video auf einem meiner anderen Kanäle, könnt ihr dann mal reingucken, dann, wenn es euch wirklich so brennt, interessiert. Ich habe noch ein paar andere kleine Schmankerl, die ich euch zeigen wollte. Also erstmal das hier. Lad, langsamer Rechner. So sah das damals aus, als ich mein Eye of the Beholder Let's Play gemacht habe. Ich habe mir diese Karten ausgedruckt, diese Komplettlösung, habe mir hier immer meine Notizen gemacht, das Level vorher 2, 3 Mal immer Probe gespielt, meine Notizen hier und meine Anmerkungen gemacht. Ich zeige jetzt gerade mit dem Stift auf dem Monitor, ist sehr intelligent, ich sollte vielleicht mit dem Mauszeiger machen. Also hier immer so meine kleinen Kommentare dazu. Also da war schon generell eine Komplettlösung dabei, aber ich habe das Spiel auch vorher schon durchgespielt ohne Komplettlösung, aber hier fürs Let's Play, so für ein flüssiges Let's Play mit so einem flüssigen Flow ohne Fail und so, auf das ich früher sehr viel Wert gelegt habe, war es mir sehr wichtig, dass ich alles schon vorhinein auswendig konnte. Ich habe mir deshalb meine Notizen hier gemacht, mein Gekritzel hier. Buttons Release Monsters. Hier gibt's das Chrome Shield. Hier, keine Ahnung, Lever A und B down drücken, damit du hier zu diesem Teleporter kommst. Hier ist der Crystal Key. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Damals als Kinder haben ja sogar Karten selber gezeichnet. Das war ja damals so bei diesen Dungeon Crawlern. Und ich glaube, ich habe dann noch, lass uns mal komplett durchgehen. Also in Gronkh haben wir gerade gesehen, die alten Layouts auch. Dass wir, hier war noch ein bisschen, ist eigentlich genauso komplex für Eye of the Beholder 1. Also Dito, das hier war Eye of the Beholder 2, Legend of Darkmoon. Und das hier war, hoppala, Eye of the Beholder 1. Also wie gesagt, ich habe eben mit diesen Karten gearbeitet. Hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Generell auch so Quake, wo ich diese Quake 100% Runs gemacht habe. 50 Mal das Level vorher durchgespielt, 100 Mal die Aufnahme neu angefangen, weil ich wirklich einen perfekten Flow haben wollte. Ich habe teilweise ein Level wirklich 30 Mal aufgenommen, bis mir das so gepasst hat, dass mir das gefällt, wo ich 100% zufrieden war. Heutzutage könnte ich nicht mehr machen. Und wie gesagt, wegen den angesprochenen Gründen von davor, Zeit, Gesundheit etc., und das finde ich so ein bisschen schade. Aber da möchte ich nochmal kurz genauer drauf eingehen später, wenn wir über dann UFO reden. Genau. Was wir hier noch haben, das hier ist ein Bild aus dem Jahr, schlag mich tot, ich weiß nicht, 2010, 2011. Das ist das Zimmer im Haus meiner Eltern damals. Das ist die LST-Höhle, die Let's Play-Höhle vom LST, wo damals die allerersten Let's Plays entstanden sind. Man sieht auch hier schon wirklich wieder YouTube im Hintergrund auf dem Laptop. Da habe ich noch meinen alten Toshiba-Laptop. Das müsste 2010 oder 2011 gewesen sein. Das sehe ich noch, weil im Hintergrund hier so ein Asami-Mitz-Cover-Kalender ist, die es, glaube ich, nur bis 2011 gab. Meine Lieblingsschauspielerin damals, mir jedes Jahr den Kalender gekauft. Von daher weiß ich noch den ungefähren Zeitraum, wann dieses Bild entstanden ist. Also hier in dieser Höhle entstanden die allerersten Let's Plays. Ich wollte das nur mal teilen mit euch. Ach, da gab es noch meinen schönen blauen Bademantel. Mann, war der kuschelig. Okay, und
Teilweise entstehen in diesem Zimmer, das jetzt ein bisschen anders aussieht, immer noch Let's Plays. Unter anderem das Ultimate Doom Let's Play, das Heretic Let's Play, die sind alle noch hier entstanden, obwohl sie aus diesem Jahr sind. Ein Bild haben wir noch, was war das? Okay, generell hier noch ein Bild aus dem Jahr 2010, 26. Februar, da seht ihr wirklich, da war mein Terror from Deep Let's Play, beziehungsweise damals habe ich noch Longplay, habe ich das noch genannt, obwohl schon kommentiert war, mein allererstes Let's Play. Also ihr seht schon wirklich Februar 2010, 26. wo als er so angefangen hat, seine ersten Folgen hochzuladen, da war ich schon mal Folge 48. Und hier noch das alte, schöne Layout von YouTube. Gut, das wollte ich nur mal zeigen. So viel dazu. Gut, dann schauen wir mal. Also ich wollte über Zukunft des Kanals reden, meine anderen Kanäle, noch zu UFO und so weiter. Bevor wir vielleicht auf die Zukunft zu sprechen kommen, möchte ich euch, falls ihr es noch nicht kennt, meine anderen Kanäle bzw. Projekte vorstellen. Ich möchte ein bisschen Werbung dafür machen. Vielleicht interessiert sich der eine oder andere dafür. Das hier übrigens für die Leute, die sich interessiert, das ist der Rechner, auf dem ich meine Let's Plays aufnehme oder bis vor kurzem aufgenommen habe. Inzwischen habe ich einen Arbeitsrechner, der schneller ist, da läuft das besser. Aber hier sind, sag mal, 95% meiner Let's Plays entstanden auf diesem Rechner. Und ihr seht, was ich hier auf dem Desktop noch habe, sind DOSBox, OpenXCom und EC Wolf. Hat alles zu tun mit momentan Let's Plays, die ich mache, und Fraps. Und hier ist der YouTube-Podcast-Projekte-Ordner, wo kreuz und quer alles reingewürfelt ist, den ich mal sortieren müsste, wo alle laufenden Projekte und abgeschlossenen Sachen drin sind. Und meine anderen Let's Plays, die fertigen Let's Plays, die Files, die sind alle schon auf Blu-ray gesichert, beziehungsweise auf externen Festplatten. Gut, wie gesagt, machen wir mal weiter. Andere Projekte meinerseits. Also ihr kennt vielleicht nur diesen Kanal hier, wo meine momentan Let's Plays drauf sind. Was ich sonst noch habe, ist, ich habe es davor schon mal kurz gezeigt, ich glaube, ich habe ihn schon zugemacht, genau, ist dieser, halt, das wollen wir noch nicht sehen, ist dieser LSD-Archiv-Kanal. Mal gucken, ob ich den so finde. LSD-Archiv, vielleicht mit dem Spieletitel dahinter, dann klappt es besser. Commander Keen. Ja, genau, das ist der Kanal hier. Dort wird in nächster Zeit mehr hochgeladen, diese ganz alten Projekte, mit denen ich mich nicht mehr so wirklich identifiziere, aber die ich nicht in Vergessenheit geraten möchten lassen, tun, sein, wollen, Deutsch. Vor allem, weil mich viele Leute gebeten haben, dass ich die doch online lassen soll. Gut, dann gibt's aber, auch das wollte ich noch nicht zeigen, dankeschön, Projekte, die ich sonst noch habe. Und die sind eigentlich alle verlinkt hier auf meinem Kanal, hier in dieser Linkleiste. Also einerseits gibt's LST Playtime. Das ist dieser Kanal, den ich angelegt habe, als ich keinen Bock mehr hatte auf Let's Plays und etwas intelligentere, hochwertige Sachen machen wollte. Da gibt's alles zu sehen. Habe ich eine Kanalinfo hier? Genau. Willkommen zu LST Let's Play. Ein bunter Kanal von Let's Play, ST, LST, LSMR, O14, voller verschiedener Formate zu diversen Themen aus dem Medienbereich. Hauptsächlich findet ihr Podcasts, Tests, Footage zu Computern, Videospielen, aber auch Filme und andere Medien erzeugt. Sie werden hier genau in Augenschein genommen. Also hier ist so alles für findet hier sich so alles, was nicht auf meinem Let's Play-Kanal passt, aber so ein bisschen die Thematik trotzdem anschneidet. Printsache, wo ich Printsachen vorstelle, Bücher, Hefte, Zeitschriften unter anderem. Ich gehe mal kurz in die Playlist. Genau, da startet gleich wieder das Video, was ich nicht wollte. Also hier unter anderem zeige ich euch, ich nehme mal, ja toll, Werbung möchte man jetzt auch nicht sehen. Ich überspringe die mal kurz, möchte keine Schleichwerbung hier machen. Also wo ich hier zum Beispiel alte, durch alte PC-Hefte hier schmöke, wie zum Beispiel den alten PC-Review-Ausgaben. Oder auch ein bisschen professioneller hier unten mit The Art of Video Games, wo ich hier so ein Buch besprochen habe, schon vorher meine Footage aufgenommen habe und es dann mit Voice-Overs gemacht habe und auch ein paar Fotos. Ich habe das jetzt hier in der schlechten Qualität laufen, ist ja auch wurscht. Also zum Beispiel sowas. Dann haben wir hier sonstige Formate. Unboxing zum Beispiel habe ich gemacht von dieser Life is Strange Limited Edition. Auch hier können wir vielleicht mal kurz in die Playlist gucken. Ich finde es kacke, dass die immer direkt geladen wird. Pass mal auf, wir machen das jetzt ein bisschen intelligenter. Nee, machen wir nicht. Okay, wurscht. Toplisten habe ich gemacht. Movie Marathon, das waren immer so
muss ich vielleicht irgendwann mal wieder weitermachen. Schon lange nicht mehr gemacht, das Format, wo ich hier so monatlich mir immer so 10, 15 Filme zur Brust genommen habe und die in so einem Marathon kurz abgefrühstückt habe mit Informationen und Bewertungen. Also so einen Film immer so ungefähr eine Minute lang besprochen habe, wie zum Beispiel hier ein paar Koreaner. Also es war ja bunt gemischt. Es war immer halt gerade die Filme, die ich in diesem Zeitraum angeguckt habe. Also die Folge, ach so, das hier Movie Review zu The Office. Also okay, ich hatte diese Movie Marathons, die ich gleich zeigen werde, und ab und zu hatte ich mal hier komplette Movie Reviews, wo ich so 10, 5 Minuten über einen einzelnen Film geredet habe, wie zum Beispiel hier The Office. Aber hier Movie Marathon wollte ich eigentlich zeigen. Genau. Also hier, wie gesagt, dann so immer so einzelne Movies mir vorgenommen. Jetzt kriege ich, jetzt wird das Video mal wahrscheinlich geflaggt hier, aber auch wurscht, weil ich hier die Footage nochmal zeige. Also hier zum Beispiel It Follows, kurz besprochen, eine Minute lang, Boy Next Door, was auch immer das alles für ein Ranster war damals, Late Faces, guter Film, und so weiter und so fort. Der Marsianer, glaube ich, war in dieser Folge dabei. Also ein weiteres Format von mir, das so nicht ganz monatlich, aber relativ regelmäßig damals kam. Dann hatte ich die Game Checks, das waren immer so 10 Minuten, 15 Minuten, Review zu einem Game, meistens Retro-Spiele. Ich habe damals angefangen am Anfang mit zeitgenössischen Spielen, wie zum Beispiel If My Heart Had Wings, was ich zeigen wollte. Und The Long Dark, Life is Strange Review, 1001 Spikes und dann mehr so wieder Richtung in den Retro-Bereich, wie zum Beispiel hier Cobra Mission, wo ich dann 20 Minuten Review zu diesem alten Hentai-RPG hier gemacht habe. Fire and Ice zum Beispiel auch, Tubular World, Sackmania, Nova Storm, der eine oder andere kennt vielleicht diese Spiele noch. Movie Reviews, Game Reviews, Podcasts. Ich habe zum Beispiel einen Podcast über Sex und Spiele gemacht, einen Podcast zusammen mit drei anderen Kollegen, mit Ketterhacker, Steffi und Quinlan zu Life is Strange. So, das seht ihr zum Beispiel auf diesem Kanal, der heißt LSD Playtime, werde ich alles verlinken. Nächster Kanal, den ich habe, ist LSD Playtime Korea, wie gesagt. Oh, warte mal, machen wir es vielleicht zuerst Rewind Relive, das passt themenmäßig besser zu meinen anderen Kanälen, die ich jetzt schon vorgestellt habe. Rewind Relive ist ein Kanal, der zusammen von mir und von Quinlan82, dem Kollegen hier, ins Leben gerufen wurde, wo wir Podcasts machen zu Medienthemen. YouTube ist eigentlich nicht unsere Hauptplattform, weil es Audiokommentare sind. Ich kann mal die Webseite zeigen. Wir sind rewindrelive.de, wo wir jeden einzelnen Podcast hier mit schönen Beschreibungen haben, mit MP3 zum Runterladen, auch mit einer Gesamtübersicht. Diese Podcasts von mir und Oliver, die dauern immer so zwischen 1 und 2 Stunden ungefähr, kommt unregelmäßig raus, gibt es seit 2014. Wir sind erst bei 11 Folgen. Ich hoffe, wir kriegen da noch ein bisschen mehr raus zu verschiedenen Themen im Medienbereich. Also ihr könnt euch zum Beispiel hier eine Übersicht über alle Folgen angucken, könnt euch, wie gesagt, das MP3 runterladen. Wir haben die letzte Folge war über den Angry Video Game Nerd. Dann haben wir einen Halloween Special mit den besten Horrorfilmen gemacht, Film-Soundtracks, Spiele, die alle gut finden, wir scheiße, warum, Kindheitserinnerung, TV-Serien, schlechte Filme, die wir geil finden, Spiele-Soundtracks, Doppelfolge über asiatisches Kino, dann unsere Spielegeschichte, was haben wir so über unsere Jahre hinweg gespielt und so weiter und so fort. Genau. So. Und ich empfehle, auf diese Seite zu gehen, die Artikel zu lesen, weil die noch ein bisschen Substanz zu dem Podcast zusätzlich bringen und dort die MP3s zu hören, wollte ich sagen. Das labe ich schon so lange, jetzt bin ich hier echt schon ein bisschen durch den Wind. Also wie gesagt, könnt ihr euch hier anhören, runterladen. Ansonsten könnt ihr es auch hier machen auf unserer YouTube-Seite. Da sind die meisten der Podcasts komplett hochgeladen. Einige mussten verstümmelt werden, wie zum Beispiel Soundtrack-Podcasts, wegen rechtlicher Probleme. Also zum Beispiel der Film-Soundtrack-Podcast ist, glaube ich, nicht komplett oben. Müsste ich nur mal an Oliver fragen, weil er macht die YouTube-Uploads hauptsächlich, während ich hier die Uploads hier auf dieser Seite hier mache. Genau. Also, ist ein Projekt, das mir sehr am Herzen liegt, muss ich sagen, das mache ich sehr, sehr gerne zusammen mit Oliver. Das ist eins meiner Lieblingsprojekte, die ich gerade so am Laufen habe, auch wenn wir es nicht ganz so regelmäßig machen. Aber ich bin auch sehr stolz auf diese Podcasts, muss ich sagen. Ich finde, die sind qualitativ sehr gut, auch vom Inhalt her. Und würde mich sehr freuen, wenn wir da noch den einen oder anderen Zuschauer dazugewinnen würden. Genau, dann kommen demnächst auch mehr Folgen. Das nächste ist, ich habe schon erwähnt, das ist was ganz anderes, ist der LSD Playtime Korea Kanal, wo ich über Themen spreche, was Korea angeht, weil ja meine große Passion Korea ist, wie viele von meinen Zuschauern wissen, ich auch vorhabe, wieder hinzuziehen und so weiter und so fort. Also da gibt es verschiedene Sachen, wenn wir uns da die Playlist angucken hier.
Also Unboxing, Hauptteil der Unboxing ist zum Beispiel, ich gucke mir Musikalben aus Korea an von K-Pop-Artists. Genau, vorher gucken wir uns erstmal eine Werbung an, während hier die Seite nicht lädt. Junge, komm. Also genau, weil Korea, bei Korea ist halt einfach so auch, dass die Musikalben immer was Besonderes sind. Das ist jetzt natürlich ein gutes Beispiel, weil ich hier mal eine japanische CD vorgestellt habe. Egal, wir nehmen jetzt mal, scheißegal, ich nehme jetzt irgendwann ein anderes Ding hier, wo ich dann wirklich mir koreanische Musikalben zum Beispiel angucke, weil die sind in Korea besonders. Da sind sehr viele Fotobücher dabei, pompös, also nicht so wie bei uns mal Jewel Cases, wo ich dann auch immer, ah, koreanische Werbung, interessant, wo ich dann auch immer so ein bisschen die Musikvideos einblende und zusätzliche Informationen, hier Tracklists, dann so ein bisschen was über die Artists erzähle und ihre Geschichte und dann später ich so ein bisschen in diesen Alben Blätter und das durchgucke. Das ist so das Hauptformat, das ich im Moment am liebsten mache. Beschränke mich aber nicht auf solche Formate. Ich habe dann hier auch so kleine, auch hier wieder über Printmedien, wo ich Sachen über Print vorstelle aus Korea, was zum Beispiel hier ein Buch über Korea ist, so ein Bilderband über Korea oder Zeitschriften über Korea. Es gibt hier zum Beispiel deutsche Zeitschriften über koreanische Popkultur oder Kultur im Allgemeinen, was ich hier so vorstelle. Dann, ich mache gerne so Top-Listen, meine Top-Artists, meine Top-Lieder und so weiter. Ab und zu, wenn ich mal in Korea bin, habe dann auch so Fancams aufgenommen, also auch wieder zum Beispiel von K-Pop-Artists, wo hier diese selbst aufgenommenen Fancams dann dabei sind, die man sich hier angucken kann. Das ist dann halt, genau. Was sonst noch? Tutorials, habe ich zum Beispiel ein Video aufgenommen. Ich versuche auch mehr so Tutorials, ist sowieso ein audiovisueller Podcast mehr aufzunehmen, wo ich dann hier zum Beispiel auch rede, zum Beispiel drüber, wie läuft's ab, wenn ihr in Korea eure Stars kennenlernen wollt und wie das funktioniert, weil das eine ganz eigene Subkultur in Korea ist. Es ist nicht so wie bei uns im Westen, wo ich hier zum Beispiel eine Dreiviertelstunde drüber schwafel, wie das funktioniert. Ansonsten Movie-Reviews wie auf dem anderen Kanal zu koreanischen Filmen natürlich und hier so ein bisschen geschnippeltes Bilder und so von meinen Reisen damals in Korea, so kleine Fotobücher. Und ich hoffe, das nächste Mal, wenn ich nach Korea gehe, dass ich dann hier ein bisschen mehr Footage machen kann. Also für all jene, die es interessiert, können auch gern mal hier bei diesem Kanal vorbeischauen. Gut, soweit. So gut, das waren alle Projekte. Das andere, ich habe hier noch einen Kanal am Laufen, das interessiert wahrscheinlich überhaupt keinen. Laboom Germany ist einfach hier eine koreanische Gruppe, Mädels, Girlband, wo ich einfach so ein Fanportal am Laufen habe. Interessiert wahrscheinlich keinen. Okay, das sind so meine Projekte. Und jetzt muss ich, bevor wir trotzdem noch einen Blick in die Zukunft machen, ich habe wichtige Sachen vergessen, die ich nur ansprechen wollte in meinem Geschichtssegment, nämlich einerseits die Entscheidung, die ich getroffen habe, und andererseits noch ein Wort des Dankes. Vielleicht das Wort des Dankes verschieben wir an den Schluss, das passt dann gut als Schlusswort, aber jetzt vielleicht mal kurz zur Entscheidung, die ich getroffen habe. Vor allem diese Entscheidung, hier meine Kanäle aufzusplitten, meinen einen Let's Play-Kanal in verschiedene Kanäle zu machen. Folgendes. Erster Grund habe ich schon erwähnt. Ich wollte mich ein bisschen von den Let's Plays distanzieren, etwas professionellere Formate machen und das so ein bisschen auftrennen. Zweiter Grund ist, da bin ich auch ganz ehrlich, ich habe das auch damals schon erwähnt, ist, damals aus Gründen, die mir noch immer noch nicht ganz bewusst sind, hat YouTube die Monetarisierung gesperrt für meinen ursprünglichen Let's Play-Kanal und die bekomme ich auch nicht mehr zurück. Das hat mich immer genervt. Ich wusste, dass ich mit YouTube nie professionell Geld verdienen werde. Da habe ich zu wenig Zuschauer, zu wenig Markt, zu wenig Zielgruppe. Aber trotzdem so ein paar Pfennig nebenbei. Ich glaube, das tut weder dem Zuschauer weh noch mir. Also ich kann meine Zahlen ganz offen mal darlegen. Ich habe alle drei Kanäle monetarisiert. Den Let's Play-Kanal, vier Kanäle habe ich monetarisiert. Diesen Let's Play-Kanal, den Archivkanal, den Playtime-Kanal und den Korea-Kanal. Und ich habe ungefähr 1,5 Jahre gebraucht, bis ich die Mindestauszahlschwelle von 70 Euro erreicht habe. Das heißt, ich habe in fast 2 Jahren gerade mal 70 Euro verdient. Ich verdiene im Moment im Monat mit allen Kanälen zusammen 3 bis 4 Euro. Also ich werde da nicht reich davon. Trotzdem, mein Gott, warum soll man das Geld nicht mitnehmen? Ne? Ist ja auch schön. Wenn man dann plötzlich mal 70 Euro hat, kann man sich eine Pizza kaufen gehen heutzutage. Und es hat mich immer genervt, dass die Monetarisierung für meinen Kanal gesperrt wurde, aus Gründen, die mir noch nicht so ganz klar sind. Gut,
Das waren eigentlich so, weil viele Leute haben das nicht verstanden. Warum muss ich das jetzt aufsplitten? Warum hast du einen neuen Kanal angelegt? Let's Play-Kanal, obwohl du 7000 Abonnenten hattest. Und das ist der dritte Grund, ich habe schon erwähnt. Das waren 7000 Abonnenten, von denen 40, 50 Leute zugeguckt haben. Und ich wollte einfach mal für mich auch ehrliche Zahlen haben. Ich möchte mich so darstellen, wie ich bin. Und selbst wenn ich nur 30 Leute habe, die zuschauen, das sind 30 treue Zuschauer, die mir lieber sind. Und das finde ich ehrlicher als 10.000, die nicht zugucken. Da bin ich ehrlich zu mir selbst, da bin ich ehrlich zu meinen Zuschauern. Und das ist vielleicht eine kleine Sache, die viele Leute nicht verstehen oder nicht nachvollziehen können. Aber ich habe mich da immer tierisch aufgehangen dran und ich wollte so einfach nicht mehr weitermachen. Das waren so diese drei Gründe, die mich dann Anfang 2015 dazu bewegt haben, wirklich diese Kanalaufteilung zu machen. Das ist so ein Schritt, den ich euch mal näher bringen wollte. Eine Sache. Die andere ist, warum hast du deine alten Let's Plays teilweise gelöscht oder woanders hochgeladen? Habe ich auch schon erwähnt. Wie gesagt, ich war vor allem von der Qualität der Kommentare und von der technischen Qualität nicht mehr zufrieden damit. Ich bin ein Mensch, der sehr, sehr, sehr selbstkritisch ist mit sich selbst. Es geht mir auch oft so. Also ich habe davor schon erwähnt, manche Videos habe ich 20, 30 Mal früher aufgenommen, bis es spielerisch und vom Kommentar so gepasst hat, dass ich damit leben konnte. Und ich bin sehr, sehr selbstkritisch mit mir und mit meinem Erzeugnis, mit dem, was ich mache. Das heißt, auch heutzutage, lass es letzte Woche sein, ich nehme ein Video auf von Doom und 5 Minuten später gucke ich es mir an, gefällt mir schon nicht mehr. Und dann denke ich mir so, eigentlich, ne, oh, ich möchte das neu aufnehmen, das ist so gruselig. Aber nachdem es ein Blind-LP oder so ist, mag ich das natürlich nicht. Aber nur mal, um zu verdeutlichen, dass ich, obwohl ich hier jetzt keine professionellen Sachen mache, selbst für meinen Hobbybereich hier einen hohen Anspruch an mich selbst und meine Erzeugnisse habe. Das war auch so ein Grund, warum ich viele Let's Plays dann offline gestellt habe. Und ein Hauptgrund war, weil zum Beispiel, vor allem in diesen alten UFO-Let's Plays, mal davon abgesehen, dass sie vom Sprachduktus, von der Qualität von meiner Stimme mich nicht überzeugt haben, damit hätte ich noch leben können. Aber das Schlimme ist, ich habe früher so unheimlich und so überflüssig geflucht, wo auch Leute mich immer angeschrieben haben, hey, deine Let's Plays, die könnten so geil sein, wenn du nicht dauernd so doof und blöde rumfluchen würdest. Damals habe ich mir gedacht, was mokiert ihr Leute euch eigentlich? Was geht euch das an, wenn es euch nicht gefällt? Guckt euch nicht. Und gut, in allgemein betrachtet, diese Auffassung ist richtig so. Ich mache mein eigenes Ding, ich mache, was ich machen möchte und wenn es anderen nicht gefällt, dann können sie mir am Arsch lecken. Und das ist die Maxime, nachdem ich auch weiterhin vorgehe. Ich nehme auf, wann ich will. Ich nehme nur auf, wann es mir Spaß macht. Und ich nehme nur die Spiele auf, die ich machen will. Ich lasse mich nirgends reinquetschen, weil ich erstens zu meiner Lebenszeit zu kurz ist. Zweitens merkt man Let's Playern sofort an, wenn sie Projekte machen, die einem keinen Spaß machen. Und da möchte ich nicht landen. Und das ist auch so der Grund, warum ich nach 7 Jahren immer noch sagen kann, Let's Play macht mir Spaß, weil es immer nur das gemacht habe, was mir auch wirklich Spaß macht. Und ich habe mich nie in irgendein Projekt zwingen lassen, das ich nicht machen wollte. Das war ab und zu mal ein paar Let's Play Togethers, wo man so sagt, ja, der Kumpel, ich sage jetzt einfach mal den Namen der Eiser, stimmt jetzt nicht. Ich habe nicht nur mit Eiser Let's Play gemacht und ich hatte immer sehr viel Spaß mit den Eiser Let's Plays, aber einfach jetzt nur so als Beispiel. Der Eiser möchte unbedingt das und das Spiel machen. Und ja, um ihm entgegenzukommen, weil wir mal wieder Let's Play Together aufnehmen wollen, gut, dann machst du es halt mit, auch wenn es dir vielleicht nicht so sehr Spaß macht. Und diesen Let's Play Together Projekten von früher sieht man bei mir teilweise zum Beispiel an, dass teilweise über einige Folgen weg ich keinen Bock drauf hatte. Und sowas möchte ich nicht machen, sowas möchte ich nie mehr wieder machen. Ich habe tatsächlich einmal mit Eisern Let's Play Together abgebrochen, weil ich keinen Bock mehr drauf hatte. Das war irgend so ein Mickey Mouse Spiel auf Super Nintendo, glaube ich auch. Genau. Und so weiter und so fort. Gut, wo war ich jetzt stehen, du lieben Scheiße, Zeit im Fahren verloren. Scheiße, über was habe ich denn jetzt geredet? Ach so, ja, genau. Der Grund, warum ich so alte Let's Plays gelöscht habe. Genau, um wieder auf das Fluchen zurückzukommen. So nach 1-2 Jahren Distanz habe ich mir diese alten Let's Plays angeguckt und es stimmt, es dauert nur Wichse und Pisse und Scheiße und du Schwuchtel und fick dich und das am Fließband, wo ich mir denke, wie alt bist du, Junge? 12? Und das geht mir, es ist auch was, was mir tierisch bei anderen Let's Playern auf den Sack geht. Ab und zu fluchen jemand so ein Scheiß und einmal, du Ficker.
Es rutscht jedem mal raus und solange es nicht zur Regel wird, sagt da keiner was, es ist scheißegal. Aber wenn du deine letzte Persona drauf aufbaust und 90% dieser Videos nur aus Schimpfwörtern besteht, damit wollte ich nicht mehr leben und damit wollte ich auch nicht bekannt sein. Und ich möchte auch nicht mehr, dass Leute mich unter so einem Image kennen. Und das war auch der Hauptgrund, warum ich diese ersten UFO-Let's Plays gelöscht habe. Da habe ich so, oh, dieser Aquaduiden-Schwuchtel-Ficker, ey, fick dich in den Arschen. Oh, einfach nur grauenhaft. Deswegen, als Erläuterung, neben der Qualität der Let's Plays war das auch so ein Hauptgrund, warum ich ein paar dieser alten gelöscht habe und ich persönlich auch gar nicht mehr sehen möchte. Allerdings, und hier jetzt so ein kleiner Vorschlag als Kompromiss, mein allererstes Terror from Deep Let's Play zum Beispiel, wo ich noch ganz, ganz, ganz schüchtern war, das jetzt übrigens auch offline ist, nur wegen der sprachlichen Qualität und so, ich hätte so die Lust drauf, das auf einen Archivkanal hochzuladen, weil es von der spielerischen Qualität echt sehr ein gutes Let's Play ist, muss ich sagen. Allerdings werde ich das nicht Folge für Folge hochladen, weil das einfach zu viel Arbeit ist für jede Folge Beschreibung und 100 Folgen einzeln hochladen, das rentiert sich nicht. Und deswegen, wenn ihr Interesse daran habt, und sagt mir ruhig Bescheid in den Kommentaren, wenn ihr das sehen wollt oder generell ein paar alte Projekte, die ich gelöscht habe und nicht mehr hochgeladen habe, kann ich Folgendes anbieten. Zum Beispiel so ein XCOM Terror from Deep, das damals 100 Folgen hat. Da ich sage, okay, ich nehme 20 Folgen, bündel die, mache ein Video draus. Dann ist es halt 2-3 Stunden lang. Aber dann hat man so ein altes XCOM in 5 Folgen abgefrühstückt. Ich kann das problemlos hochladen, ohne zeitlichen Aufwand. Und dann ist es wieder da. Dann kann es jeder angucken, wer es will. Ihr müsst euch allerdings bewusst sein, die Qualität ist schrecklich. Also es werden wahrscheinlich 240 oder 360p Videos sein. Und es ist ein Zustand vom Kommentar her, den ich so nicht mehr unterschreiben würde. Aber ich weiß, es gibt sehr, sehr viele Leute, die immer noch anfragen, hey LST, wo ist dein allererstes Terror from the Deep Let's Play? Ich fand das so geil, ich möchte es mal wieder angucken, es ist nicht mehr da. Also Vorschlag meinerseits, wer das nochmal sehen möchte oder hier online erhalten haben möchte, schreibt mir einfach einen Kommentar und dann können wir sehen, was wir da machen können. Ich überlege es mir dann mal, ob ich es hochlade auf dem Archivkanal, den ich davor gezeigt habe. Gut, so, jetzt komm in die Partei, komm, ich möchte langsam Schluss machen. So, Projekte, Kanäle, LPs, was ich in Zukunft... ihr merkt schon, nach 2 Stunden ist die Luft raus. Wir haben bestimmt schon seit 2 Stunden. Also, was ich demnächst vorhabe, ist, ich habe eine riesen Latte an Sachen, die ich gerne machen möchte. Allein schon im LP-Bereich. Und ich habe mir Listen aufgestellt, habe das auch online gestellt als Google-Umfrage. Und jeder ist gerne dazu eingeladen, teilzunehmen. So, ich habe das davor schon mal versehentlich kurz aufgeblättert. Diese LST Let's Plays Umfrage. Wir fangen mal von ganz oben an. Also das ist eine Umfrage für LST Let's Play. Vielleicht gehen wir auf den Vorschau-Modus, das ist besser. Kann ich das besser erläutern. So, die erste Frage hier ist, ich habe mir einige 3D-Shooter schon überlegt, die ich gerne mal angehen würde als Let's Play-Projekt. Deshalb die erste Frage, welchen MS-DOS Retro-Shooter würdet ihr gerne sehen? Bitte nur, also ich habe hier extra so angelegt, dass ihr multiple Dinge anwählen könnt. Ich würde euch dennoch bitten, nur maximal höchstens 3 anzukreuzen, falls euch mehrere davon gefallen. Wenn ihr ein Projekt habt, von dem ihr sagt, okay, ich möchte das unbedingt sehen, 1000-mal lieber als alles andere, dann würde ich euch empfehlen, nur wirklich das eine anzuwählen und nur dem einen eine Stimme zu geben. Also Projekte, die ich hier mal ins Auge gefasst habe von den 3D-Retro-Shootern, die ich mir vorstellen könnte zu Let's Playen, sind Final Doom, also das Plutonia Experiment und TNT Evolution, die Master Levels für Doom 2, das Original Shadow Warrior, das ja schon sehr viel Anklang gefunden hat in der einen letzten Doom-Folge, wo ich das mal angesprochen habe. Dann Quake Mishpat 2, Dissolution of Eternity, Nightmare 100% Secrets, so wie ich das Originalspiel und das erste Mission Pack damals gespielt habe. Malice für Quake 1, das war so ein Standalone, sehr gutes Add-on für Quake 1. Oder wollt ihr Quake 2 sehen? Oder, vielleicht kennst du doch der eine oder andere, ich habe selber nie gespielt und da erstmal Vorwarnung, ich weiß gar nicht, ob es funktioniert, aber falls es funktioniert, könnt mir das ins Auge fassen, Life Force Tanker oder falls ihr irgendwas anderes habt, hier, dann könnt ihr das reinschreiben, ich möchte doch lieber einen anderen Retro 3D-Shooter sehen, dann schreibt ihr den hier rein unter Sonstiges. Gut. Dann die zweite Frage wäre es, also da möchte ich vielleicht noch sagen, ich habe im Moment ein Projekt am Laufen, wo ich noch kein Video hochgeladen habe, davon ein 3D-Projekt,
nämlich Duke Nukem 3D Atomic Edition 100% Secrets in der dritthöchsten Schwierigkeitsstufe auf 720p. Wird ein unregelmäßiges Projekt, immer wenn ich mal Zeit und Bock drauf habe, aber ich möchte auf jeden Fall Duke Nukem 3D, das hat das Spiel verdient, in einer guten Qualität mit allen Secrets hochladen. Ich kann gleich mal sagen, das alte Duke Nukem 3D Let's Play von mir wird deshalb nicht vom Kanal verschwinden. Es werden beide miteinander koexistieren. Und da kommt zur zweiten Frage. Wärest du an einer Tutorial-Serie interessiert, die zeigt, wie man Duke Nukem 3D Level designt? Also wir würden in den Level-Editor gehen, in den Build-Editor und ich würde euch Step-by-Step zeigen, wie man Levels in Duke Nukem designt. Ich habe in Klammern dahinter geschrieben, falls technisch möglich, weil ich vor 3-4 Jahren schon mal versucht habe, das aufzunehmen und es hat von der Technik her nicht funktioniert. Also falls ihr ein Interesse dran hättet und genug Leute Interesse dran haben, dann würde ich da nochmal reingucken und schauen, ob das technisch machbar ist. Und wenn ja, dann könnte man so eine kleine Miniserie starten. Dritte Frage. Es geht wieder um Retro-Let's Plays, aber diesmal um alles andere, was nicht 3D-Shooter ist. Welches Non-3D-Shooter MS-DOS Retro-Spiel würdet ihr gerne sehen? Auch hier wieder bitte nur maximal 3 ankreuzen, obwohl mehrere möglich wären. Zur Auswahl stehen hier Phantasmagoria, Phantasmagoria 2 Path of Flesh, Innocent Until Caught 2 Guilty, ein Adventure von Psygnosis, Sci-Fi-Adventure, The Dick, das Sci-Fi-Adventure von LucasArts, Cobra Mission Panic in Cobra City, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mega Bock, dieses Spiel zu Let's Playen. Kommt wahrscheinlich so oder so, aber falls ihr es sehen wollt, trotzdem ticken. Epic Pinball, da stellen wir vor, ich stelle alle Flipper mal vor, spiele jeden so 10 Minuten oder so, dann geben wir doch alle 3 Epic Pinball Packs. Isha 3, Seven Gates of Infinity, Dungeon Crawler von Silmarils, vielleicht endlich mal den dritten Teil von Eye of the Beholder 3, Assault on Mythdrenna, obwohl ich ihn selber nicht so gut finde, aber viele haben mich gefragt, ob ich nicht doch auch den dritten Teil Let's Play möchte nach meinen ersten beiden. Star Wars Rebellion, das Spiel, das ich schon seit 5-6 Jahren Let's Play möchte, falls technisch möglich. Auch hier gibt es noch Probleme mit der Aufnahme. Falls ich es hinbekomme, möchte ich es auf jeden Fall Let's Playen und besonders auf der imperialen Seite. Oder habt ihr Bock, nachdem ihr meine alten Commander Keen Let's Plays kennt, ich soll endlich mal Commander Keen 5 spielen oder Commander Keen 6 Aliens Ate My Babysitter. Ansonsten, ich habe vor langer Zeit mal ein Let's Play angefangen zu einem Apogee Jump'n'Run Klassiker, Apogee Klassiker Secret Agent, habe dann nur die Shareware-Episode gespielt. Seid ihr daran interessiert, die letzten beiden Vollpreis-Episoden von Secret Agent Man zu sehen, dann hier anklicken. Habt ihr ein generelles Interesse an American Laser Games Spielen wie Mad Dog McGree, Who Shot Johnny Rock, Crime Patrol, Drug Boss, Space Pirates? Hier ticken. Dann würde ich die ganze Reihe mal runterspielen. Oder habt ihr Interesse an den beiden klassischen Bitmap Brothers, Jump'n'Runs, Magic Pockets oder Gods? Ansonsten, falls euch ein anderer Retro-Klassiker auf MS-DOS, wohlgemerkt MS-DOS, keine Konsolen, kein Windows, weil Windows einfach zu schwierig aufzunehmen. Falls ihr da eine Idee habt, keine Ahnung, was weiß ich, Pat joins the parade, dann kann ich das eventuell ins Auge fassen. Bitte keine, und wir reden später noch drüber, ich habe schon angekündigt, bitte hier kein UFO und kein XCOM reinschreiben. Ich weiß, dass Leute UFO und XCOM sehen wollen, aber bitte hier nicht anmerken, UFO, XCOM wird ignoriert, sage ich. Gleich von vorne raus. Ignoriert. Gut, nächste Frage. Ich finde, und das wollte ich darauf ansprechen, denn ihr habt gesehen, vielleicht, wer meinen alten Kanal, beziehungsweise meinen Zweitkanal hier, diesen Let's Play Playtime kennt, ich habe es davor schon mal angesprochen, also, wer den Kanal kennt, ihr seht, ich habe seit 7 Monaten hier nichts mehr hochgeladen. Nicht, weil ich keinen Bock mehr drauf habe, das möchte ich klipp und klar herausstellen, sondern, weil der Zeitaufwand für solche Videos hier so hoch ist, dass ich es mir im Moment einfach nicht erlauben kann, da neue großartige Sachen zu machen. Aber wie gesagt, wenn mal die Zeit da ist, wenn ich mal Luft habe, dann würde ich gerne wieder mehr machen. Allerdings, ich glaube fast nicht, dass es die Quantität das rechtfertigt, so einen extra separaten Kanal am Leben zu halten. Deshalb meine Frage an euch. Findet ihr, LST sollte seine Kanäle, LST Let's Play und LST Playtime mit den Game Reviews etc. wieder zu einem Channel mergen und die Videos von LST Playtime, also die ganzen Videos, hier retroaktiv nochmal auf seinen Let's Play Kanal hochladen? Ja, gute Idee. Nein, lieber nicht, lass es so, wie es ist. Würde mich echt interessieren, eure Meinung dazu.
So, dann zu dem Thema alte Let's Plays. Ich habe ja schon erwähnt davor, ich habe gerne alte Let's Plays neu aufgenommen, von den Spielen, die mir am Herzen liegen, einfach nur in besserer Qualität, damit ich mich damit selber wieder identifizieren kann, damit ich die Let's Plays vorzeigen kann. Auch anderen Leuten. Also, hier wäre eine Palette an Spielen, die ich unbedingt neu aufnehmen wollte und mich würde interessieren, welches von euch würde euch persönlich interessieren. Oder seid ihr jemand, also hier gibt es übrigens kein Multiple Choice, hier könnt ihr nur maximal eins auswählen, weil der Aufwand, die nochmal so perfekt zu spielen wie damals vom Spielerischen her, einfach zu groß ist. Also ich möchte da wirklich sehr, sehr, sehr selektiv sein, deswegen könnt ihr hier nur eins auswählen. Ihr könnt auch auswählen, keins, macht lieber neue Let's Plays, die alten Sachen, die sind alte Sachen, die kann ich mir nochmal angucken, so interessiert mich nicht, wenn du die nochmal neu aufnimmst. Ansonsten Commander Keen 4, da ist allerdings die Frage, ob ich das nochmal auf Hard aufnehme, weil das schon sehr, sehr schwer ist. Eventuell dann nur Normal. Commander Keen 1 bis 3, Quackshot auf dem Sega Mega Drive, die neue Alien Breed Trilogie, die vor ein paar Jahren rauskam, 2010, also das heißt Alien Breed Impact, Assault und Descent nochmal neu, Chill of the Jungle oder Knights of Zenta. Gut. Nächste Frage wäre, hättet ihr Interesse an Let's Play Togethers oder Let's Plays mit Co-Kommentatoren? Da zum Beispiel hier mal Leute, also zum Beispiel UFO-Spiele und ich lade Leute ein, die co-kommentieren. Einfach daneben sitzen über Skype oder sonst was und auch so ein bisschen dazu labern. Hier zum Beispiel Mike oder ein Eiser oder so. Oder habt ihr endlich mal wieder Interesse daran, dass man Let's Play Together spielt, zum Beispiel mit Quinlan, dass wir uns irgendein Spiel rausgrapschen, dass hier so mal ein bisschen zu zweit Multiplayer spielt. Ich habe da hier vier Auswahlmöglichkeiten, zum Beispiel Let's Play Together oder Let's Play mit Co-Kommentatoren, beides geil, bring mehr davon. Oder Let's Play Together, ja, aber die Co-Kommentatoren kannst du ja sonst wohin stecken, interessiert mich nicht. Oder Let's Play Together sind nicht so mein Ding, aber Co-Kommentatoren ab und zu sind schon ganz nett. Oder find beides kacke, braucht kein Mensch, LST Solo for the win. Würde mich interessieren, dann kann man vielleicht mal auch solche Projekte in Zukunft nochmal ins Auge fassen. Kann auch sowas sein wie, hey, wir spielen eine Stunde Duke Nukem 3D im Deathmatch. Oder wir spielen Doom im Cooperative, das Original Doom. Solche Sachen zum Beispiel. Gibt ihr jetzt die Möglichkeit mit Ports, dass man sagt Duke Nukem Megaton Edition oder Set Doom? Kann man ja alles gut spielen. Übrigens, ich wollte noch was erwähnen, fällt mir gerade so ein hier. Zu den 3D-Shootern. Viele von euch wollen Wolfenstein 3D sehen. Ich würde so sterben für den Wolfenstein 3D Let's Play, weil ich Wolfenstein 3D liebe. Und der eine oder andere weiß es vielleicht auch. Pass mal auf, wenn wir jetzt hier hingehen. Ich bin jetzt auf meinem Kanal, genau, und ich gucke mir die... Moment, wir können das mal kurz machen. Ins Creator Studio gehen. Genau, da seht ihr schon hier. Ich plane hier schon Duke und so weiter und so fort. Schon die ersten beiden Videos hochgeladen. Und ich muss euch... Habt ihr übrigens gesehen, hier $2 im letzten Monat verdient. Also, das ist auch so eine Sache hier, das kann ich später vielleicht nochmal kurz ansprechen, aber es ist jetzt egal. Aber was ich euch zeigen wollte, ich habe wirklich schon angefangen, da hole ich mir mal schnell die eingeschränkten oder keine Anzeigenvideos hierher, wirklich schon angefangen mit einem Spear of Destiny Let's Play 100% Secrets auf der höchsten Schwierigkeitsstufe, habe schon die ersten 10 Level gemacht. Und ihr seht, es ist nicht gelistet, also ein paar Leute haben Zugriff drauf und irgend so ein Sack hat bestimmt schon die Links weitergegeben an andere Leute. Es sollte eigentlich nicht sein, dass es so viele Leute sehen, aber ich habe auch damals irgendwann mal ganz kurz für eine Stunde, glaube ich, das erste Video online geschalten, aber dann hat mich der Bammel gepackt. Ich sage, okay, nationalsozialistische Zeichen und so, da kann man so Ärger mit dem Gesetz bekommen. Ich sage, okay, ich setze das aus, ich mache lieber nichts mit Hakenkreuz, mit nationalsozialistischen Zeichen, obwohl ich Wolfenstein und Spear of Destiny, das Mischpack, liebe und ich würde so gern Let's Plays davon machen, aber rechtlich ist mir das einfach zu riskant, deswegen habe ich es nicht auf die Liste gesetzt. Und ja, ich weiß, es gibt Leute, auch Deutsche, die machen Let's Plays von Wolfenstein alt, von Wolfenstein neu, mit Hakenkreuzen, aber Leute, wir sind nicht in einem rechtsfreien Raum und bloß weil es einer macht, dürfen es die anderen auch machen. Und keiner sagt, dass die nicht irgendwann eines Tages mit rechtlichen Konsequenzen rechnen müssen. Das hat nichts mit YouTube zu tun und was YouTube gut findet oder nicht. Das ist nach deutschem Gesetz verboten. Da kannst du bis zu 3 Jahre oder mehr in den Knast gehen. Und mich interessiert nicht, ob irgend so ein 15-jähriger Pickle-Bobby hier als Wolfenstein 3D New Order spielt mit Hakenkreuzen. Deswegen, das berechtigt nicht die Aussage, der macht's auch, der wurde nicht gebannt, der wurde nicht geblockt.
Deswegen kannst du das auch machen, LSD, kein Problem. Ich möchte das nur mal erinnern. Es ist nach deutschem Gesetz verboten. Ob das YouTube toleriert oder nicht, ist völlig wurscht. Deswegen, zumindest vielleicht irgendwann mal eines Tages, und mir ist auch bewusst, dass Spear of Destiny nicht wie das Original Wolfenstein zum Beispiel nicht beschlagnahmt ist durch die Staatsanwaltschaft, sondern nur initiiert. Deswegen haben wir gedacht, okay, vielleicht fängst du es trotzdem mal an, also es ist rechtlich nicht ganz so prekär, aber es spielt einfach keine Rolle, weil nationalsozialistische Zeichen in diesem Spiel sind. Also gut, so viel zu dem Tag. Vielleicht eines Tages, vielleicht lege ich mal einen Dummy-Account an hier aus Südkorea oder so und verlinke dann die Playlist drauf, aber im Moment, ich möchte es nicht online stellen. Und vielleicht auch, wenn die einen oder anderen, also ich habe das Spiel jetzt halb fertig gemacht, die einen oder anderen haben jetzt bestimmt Interesse, das zu sehen, aber bitte hab Verständnis dafür, dass ich die Links nicht rausgebe. Im Moment zumindest noch nicht. Und das einfach nur als Erklärung, warum ihr hier Wolfenstein nicht auf der Liste findet, obwohl es das Projekt ist, das ich am liebsten heute noch anfangen würde. Okay, das dazu. Dann, was mich noch interessieren würde, das auch so ein bisschen in Hinsicht auf meine anderen Kanäle, welche Non-Let's Play-Themen würden dich gegebenenfalls interessieren, auch eventuell hochgeladen auf den Let's Play-Kanal. Spieler-Reviews, Film-Reviews, Podcasts zu relativ freien Themen, kann zum Beispiel ein Podcast über ein Videospiel sein, kann ein Podcast über Duke Nukem sein, über Hakenkreuze in 3D-Spielen, über ein Hörspiel aus der Kindheit, TKKG, was weiß ich, über eine Fernsehserie, also über alles Mögliche. Interessieren euch so Top-Listen, wo ihr zum Beispiel sagt, oh, ich möchte gerne mal wissen, LSTs Top 15 MS-DOS-Spiele, LSTs Top 10 Duke Nukem-Level, LSTs Top 10 Horrorfilme, LSTs Top 20 Musikalben zum Beispiel. Gerne mal was auch abseits des Digitalen, zum Beispiel Vlogs über mein privates Leben, Reiseberichte zum Beispiel oder sowas. Oder, und da muss ich sagen, jeder, der NRW Boy 18 kennt, da habe ich mich so ein bisschen inspirieren lassen. Und ich wollte auch schon vor Jahren sowas mal anfangen, sowas wie NRW Boys 18 Let's Schmeck, wo man zum Beispiel irgendwas im Supermarkt kauft, in den Ofen schiebt und dann antestet. Oder meine Lieblingsrezepte, mal hier zum Beispiel, hier ist mein Kung Pao Chicken nach LSD-Art. Hättet ihr vielleicht Interesse, einfach so mal was zu sehen, dann könnt ihr da mal ticken. Also ich bin für alles offen und ich würde solche Sachen auch gerne machen. Letzte Frage, nur so aus Interesse, würde ich gerne mal verfolgen. Ihr als LST Let's Play Gucker, welche Kanäle von LST schaut ihr zumindest halbwegs regelmäßig an? Playtime, den Archivkanal Korea oder den Rewind Relive Podcast mit Quinlan. So, das wär's zu der Zukunftsplanung. Also wie gesagt, Folgendes steht im Raum. Welche 3D-Shooter-Let's Plays machen wir als nächstes? Wie gesagt, das Ultimate Doom-Let's Play ist komplett abgedreht, hochgeladen, fertig. Das wird im September noch komplett der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. In Bearbeitung ist relativ unregelmäßig das Duke Nukem 3D Atomic Edition 100% Secrets-Let's Play. Danach steht uns all das von der Liste offen. Ich werde mir angucken, für was ihr stimmt. Ihr könnt gerne mehrfach als stimmen. Ich kann das nicht verhindern mit verschiedenen Accounts oder sonst was. Aber bitte seid halt fair. Damit wir hier eine faire Abstimmung haben. Ich möchte aber auch gleichzeitig erwähnen, bloß weil jetzt, sagen wir mal, Shadow Warrior 40 Stimmen hat und Final Doom vielleicht nur 30, also es heißt nicht automatisch, dass das mit den höchsten Stimmen auch das ist, was ich als nächstes mache. Ich möchte mir erstmal nur mal so ein allgemeines Bild verschaffen, auf was ihr so allgemein Bock hättet. Also es kann auch sein, dass selbst wenn Shadow Warrior 5 Stimmen mehr hat, dass ich vielleicht zuerst trotzdem erst Final Doom mache, wenn das auch viele Stimmen hat. Dito bei den ganzen anderen Kategorien. Also erstens geht es mal darum, welches 3D-Retro-Spiel machen wir als nächstes. Dann, welches Nicht-3D-Retro-Spiel machen wir als nächstes. Dann können wir eventuell mal ins Auge ziehen, ob wir hier so tutorialmäßig was für die Duke-Levels machen. Und dann würde es mich interessieren, ob ihr es gut finden würdet, wenn ich die beiden Kanäle wieder vereine und dann hier auf einer Schiene fahre. Also ich würde einfach mal interessieren, ob ihr als Let's Play-Gucker was dagegen hättet, wenn ab und zu mal ein Spielreview dabei wäre, ab und zu mal ein Filmreview, so alle zwei Monate mal ein Video, was kein Let's Play ist. Mich interessiert einfach nur, ob euch das nerven würde oder stören würde. Weil es gibt ja auch Leute, die sagen, okay, das interessiert mich einfach nicht und mach jetzt deine scheiß Let's Plays oder ich deabonniere dich jetzt sofort. Und dann, wie gesagt, können wir mal ins Auge gucken, ins Auge fassen, ob wir demnächst auch wieder mal ein LPT-Zeug machen wollen. Gut, das so viel zu der Zukunftsplanung.
Das sind die konkretesten Pläne, die ich im Moment habe für die Zukunft dieses Kanals. So, Stichwort Zukunft dieses Kanals, Zukunft Let's Plays. Jetzt kommt das Thema, das am schwierigsten wird und wo ich wahrscheinlich leider meinen treuesten Fans ans Bein pissen werde. Steht schon lange im Raum und nachdem ich gerade ein Let's Play von UFO mache, muss ich das jetzt endlich mal loswerden. Das ist eine Sache, die mir schon seit Jahren am Herzen liegt und in gewisser Weise auch ein bisschen stört. UFO und Terror from the Deep Let's Plays. Dieser Kanal wurde bekannt, wurde groß. Ich habe meinen treuesten Zuschauer durch UFO und Terror from the Deep bekommen. Und wie man anhand der Zahlen sieht und des Feedbacks, UFO ist immer noch das Let's Play, das am meisten und liebsten bei mir geguckt wird. Und wenn man unter jedes zweite Video in meinem Kanal guckt, sei es von UFO oder XCOM oder sonst irgendwas, LST, wann machst du mal wieder ein Terror from the Deep Let's Play? LST, wann machst du wieder mal ein UFO Let's Play? Und ich muss es an der Stelle einfach mal ganz ehrlich sagen, es hat mich ausgebrannt. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich habe, als ich diesen Let's Play-Kanal neu gestartet habe, habe ich mir wirklich von Herzen, war es mir eine Herzensangelegenheit, ein neues UFO-Let's Play zu machen. Einerseits, um die treuen Fans zu belohnen, die ich schon seit langem wieder sehen wollen. Andererseits habe ich selber mal wieder Bock, eins anzufangen. Andererseits dachte ich mir, okay, du startest einen neuen Let's Play-Kanal und das ist auch so ein bisschen jetzt hier so ein bisschen eigensinnig gedacht gewesen, um die Leute von dem alten Kanal auf den neuen zu locken, machst halt auch ein UFO-Let's Play, weil es die meisten sehen wollen. Also einerseits, wie gesagt, es war, um eure Gelüste zu befriedigen, andererseits, weil ich zu diesem speziellen Moment auch Lust hatte, ein neues anzufangen und andererseits war das auch so ein bisschen Eigendenken, wirtschaftlich in Anführungszeichen, um euch auf den neuen Kanal zu bringen. So, die ersten 20, 30 Folgen haben mir wieder unheimlich Spaß gemacht, obwohl ich überhaupt keine Ahnung mehr hatte, was der Zusammenspiel und ich glaube, die alten Hasen haben es auch schon gesehen, wie stümperhaft ich mich da angestellt habe. Ohne Vorplanung, alles. Ich hatte auch nicht mehr wirklich Ahnung von dem Spiel. Dementsprechend von der Qualität dieses Let's Plays bin ich super mega enttäuscht von mir selbst und ich finde, ich habe mir damit den Mythos als guten UFO TFTD-Spieler selbst ruiniert. Weil ich bis dato, obwohl ich schon sehr, sehr viele Let's Plays von UFO und Terror from the Deep gemacht habe, noch nie so ein grottenschlechtes, spielerisches Let's Play von UFO, von der UFO-Serie abgeliefert habe. Weil das da Zusammenspiel stümperhaft. Und zum einen hat das damit zu tun, wie gesagt, ich habe schon erwähnt, dieser gesundheitliche und zeitliche Zustand, der mir einfach nicht erlaubt, mich mehr so 100% in ein Projekt reinzuknien, wo ich 10 Stunden am Tag mich da reinknien kann mit Vorarbeiten und Pläne und Vorspielen und Spielen, bis es perfekt ist. Das ist der eine Grund, das geht einfach nicht mehr, von daher war es spielerisch so stümperisch und der zweite Grund ist, ich habe einfach gemerkt, nach 20 Folgen ungefähr, es macht mir überhaupt keinen Spaß mehr. Weil das Spiel meinerseits so ausgespielt, ausgelutscht ist, immer und immer und immer und immer und immer wieder, dass es mich inzwischen wie ein Albtraum verfolgt und ich habe, wenn ich es privat spiele, macht mir das Spiel noch unheimlich viel Spaß. Ich könnte das noch 1000 Mal durchspielen. Da kann ich auch mal laden und speichern und muss nicht dauernd quasseln und muss nicht immer gucken, dass ich immer perfekt spiele, weil das die Leute inzwischen von meinen alten LPs aus den Erfahrungen inzwischen erwarten von mir, dass ich das perfekt spiele. Und wenn ich mal versehentlich ein Gebäude doppelt baue oder den Abfangjäger mit einer falschen Waffe aus, dann geht gleich das Gezeter. Oh, du Trottel! Oh, du willst UFO spielen können? Oh. Und privat macht mir das noch sehr viel Spaß, da kann ich machen, was ich will, da habe ich keinen Zugzwang, gar nichts, aber als Letzte muss ich sagen, ich habe das so oft und so lang gemacht, es macht mir keinen Spaß mehr. Es macht mir überhaupt keinen Spaß mehr. Und ich quäle mich gerade, es ist jetzt wirklich ganz ehrlich, ich möchte auch niemanden auf die Füße treten
Und ich weiß, wie viel diese Spiele und diese Let's Plays für mich selbst getan haben und wie viele Leute mich nur deshalb verfolgen. Und ich hoffe, dass jetzt nicht zu viele Leute enttäuscht davon sind, aber ich muss es ganz ehrlich sagen, ich möchte auch niemanden beleidigen oder auf Schlips treten, aber dieses UFO-Let's Play-Moment macht mir sowas von überhaupt keinen Spaß mehr und ich quäle mich da so durch. Ich möchte es auch nicht abbrechen, weil ich finde, das bin ich jedem schuldig. Oh, schuldig. Sorry, ich verliere schon die Stimme hier vom stundenlangen Labern. Ich bin es den Leuten schuldig und das ist wie so meine eigene, in Anführungszeichen, Arbeitseinstellung für das Hobby hier, dass ich, wenn ich das anfange, das auch durchziehe. Und ich versuche das auch, in den letzten Folgen habt ihr vielleicht gemerkt, ein bisschen mehr. Also ich konzentriere mich nicht mehr auf darauf, ein gutes Spiel abzuliefern, ein perfektes Spiel, weil der Zug ist eh schon abgefahren, weil vom Spielerischen her ist das hundsmiserabel. Und deswegen versuche ich, die Qualität des Let's Plays noch zu retten, indem ich ein bisschen witziger bin oder wie in den letzten paar Folgen so ein bisschen über Sachen, Themen quassel, auch ein bisschen ernsthafter teilweise, die mich so ein bisschen persönlich tangieren. Und damit versuche ich, die Qualität des Let's Plays noch ein bisschen zu retten, obwohl ich spielerisch überhaupt keinen Bock mehr drauf habe. Ich gebe es ganz ehrlich zu, ich mache das fertig. Ich versuche das auch so gut wie möglich fertig zu machen. Ich spiele das jetzt nicht so lapidar runter, einfach nur, dass es durch ist. Also den Anspruch habe ich für mich selbst auch. Und ich finde auch, das habt ihr als Zuschauer verdient, dass ich das trotzdem noch mit einem gewissen maximalen Arbeitseinsatz durchmache. Aber ich muss sagen, mir persönlich macht es keinen Spaß mehr und deswegen kommen auch jetzt nicht in Regelmäßigkeit Folgen. Deswegen habe ich jetzt auch, mal abgesehen davon, dass ich während jetzt der Urlaubszeit technisch keine Möglichkeit hatte, es weiterzumachen, kam nur Doom, weil mir das Spaß macht. Ich spiele das gerne, im Gegensatz zu diesem UFO-Let's Play, was mir überhaupt keinen Spaß macht. Und die andere Sache, ich verstehe das. Also ich möchte jetzt niemanden ans Bein pissen und ich habe mich über niemanden, der das über die Jahre hinweg gemacht hat, jemals aufgeregt oder gesagt, du Arsch oder oh, du Depp oder geh doch weg oder sowas. Das habe ich nie gemacht, weder öffentlich noch privat für mich als Denken. Es hat mich höchstens ein bisschen ermüdet, aber ich habe mich nie drüber aufgeregt, weil ich weiß, das sind meine treuesten Zuschauer, die irgendwie am längsten gucken und ich möchte sie auch nicht verlieren und ich finde, ich habe ihnen sehr, 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 sehr viel zu verdanken, sowohl damals als auch heute, die haben mich zu dem auf YouTube gemacht, was ich bin und die haben dazu beigetragen, dass ich erstmal anfänglich große Lust dazu entwickelt habe, das weiterzumachen und das heute noch zu machen und klar sagt auch der größte Hobby-YouTuber, die Zuschauerzahlen sind mir egal, aber wenn es niemand guckt, dann hast du auch keinen Bock mehr drauf. Und selbst wenn es nur 10 Leute sind. 10 ist besser als ein Zuschauer oder 0. Von daher, ich nehme es keinem übel, der unter, wenn ich jetzt, und es passiert regelmäßig, es passiert mit allem, was ich mache. Es passiert, wenn ich jetzt ein Blood Deathwish Let's Play anfange, dann ist der erste Kommentar, hey, LST, mach doch mal wieder ein Terror from the Deep Let's Play. Deine UFO-LP sind so geil, mach doch ein UFO-LP. Oder damals auch, als ich den neuen Kanal, diesen LST Playtime angefangen habe, mein erstes Spiele-Review hochgeladen habe zu diesem If My Heart Had Wings, dieses Japan Visual Novel-Ding. Oh, scheiße, mach doch UFO-LP jetzt endlich mal wieder. Ich bin diesen Leuten nicht böse, weil sie es einfach sehen wollen. Und mich freut es ja, dass sie eine gewisse Sache haben von mir, das ihnen mehr gefällt als alles andere oder vielleicht nur ausschließlich gefällt. Aber Leute, ihr müsst verstehen, und ich weiß, diese Persona, diese YouTube-Persona LST ist zu einem sehr, sehr großen Bestandteil gekoppelt an UFO. LST gibt es nicht ohne UFO. Wird auch nie so sein, aber du musst verstehen, also mit dich meine ich jetzt den Zuschauer allgemein, dass ein Mensch, egal ob es sein Leben ist oder sein Werk und wenn es nur so ein Hobbyquatsch ist wie Let's Plays, dass ein Mensch nicht über 7 Jahre lang nur an einem diesen Dingen festgemacht werden will und dass man von ihm nicht erwarten kann, dass es 7 Jahre lang immer und immer wieder dasselbe Spiel spielt. Ich habe es 2-mal gespielt. Ich habe es 3-mal gespielt mit sehr großer Lust.
Und dann habe ich es auch ein viertes Mal gespielt, weil die Leute 2 Jahre lang es immer und immer wieder sehen wollten. Und man muss sagen, auch beim vierten Mal sind mir die Augen aufgegangen, erstmal voller Stolz und voller Freude, wenn dann plötzlich wieder 120 Leute da sind und kommentieren, oh geil, LST und UFO ist zurück. Das macht mir Freude. Dieser Moment ist toll. Aber trotzdem, ich möchte was anderes machen. Ich hab davor schon erläutert, Zeit ist begrenzt. Projekte, die anspruchsvoll sind, die ich gerne machen würde, fressen sehr viel Zeit und die Zeit ist nicht da. Und selbst wenn wir nur bei Let's Plays sind, es gibt noch so viele Sachen, Spiele, die ich spielen möchte, die ich zeigen möchte. So ein Spiel frisst sehr viel Zeit, das aufzunehmen. Und ich nehme mir meine eigene Zeit weg, neue Sachen zu machen, Sachen, die mir Spaß machen, weil ich zum 893. Mal dasselbe Spiel durchspiele. Ah, wie gesagt, es macht mir keinen Spaß mehr. Und da bin ich brutal ehrlich zu mir selbst und zu euch. Und wenn mir etwas keinen Spaß mehr macht, dann will ich das nicht mehr machen. Und die Leute, sagt mal ganz ehrlich, die mich von Anfang an verfolgen, vergleicht die ersten Let's Plays, die ich damals gemacht habe, von UFO oder Terraform Deep, mit dem, das gerade läuft. Seid ganz ehrlich. Und ich muss sagen, das Momentane ist scheiße. Und es ist nur scheiße, weil ich nicht die Lust aufbringen kann, das weiterzumachen. Und wenn ich keine Lust habe, oder wenn irgendein Mensch keine Lust hat auf was und muss es machen, dann kommt halt so dieses kleinste mögliche Übel raus. Das ist so, wie wenn du eine Arbeit hast, du dein Geld verdienst, aber diese Arbeit nicht leiden kannst. Also nicht leiden im Sinne von UVP, das ist alles überzogen. Bitte nicht jedes Wort jetzt auf die Waagschale legen. Ich kann es nicht leiden. Ich bin nur ausgebrannt. Ich möchte gerne andere Sachen machen. Aber es ist einfach nur mal diese Parallele zu ziehen. Da machst du das mit dem mindesten Aufwand und so, dass du sagst, was verkaufen kannst, dass es durchgeht, aber dein Herzblut ist nicht drin. Und wenn das so was Langes ist, und UFO ist was Langes, das begleitet dich über Wochen, Monate. Wenn du monatelang etwas machen musst, was du keine Lust hast, dann verlierst du nicht nur Lust auf dieses eigentliche Ding, sondern auf dieses ganze große Konstrukt darüber, das Let's Play heißt. Und wenn ich mich an den Rechner peitschen muss, mit diesem Ekel im Gesicht und schon im Hinterkopf den Gedanken, oh, 20 Minuten diese Kacke jetzt wieder, dann kann da nichts Gutes rauskommen, weder für mich noch für euch. Deswegen, es tut mir wirklich, 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 wirklich auch im Herzen leid und weh, dass an alle meine großen, in Anführungszeichen, Fans sagen zu müssen, ich habe keinen Spaß mehr dran, weil es so ausgelutscht ist und runtergebrannt ist, weiter noch UFO bzw. Terraform Deep Let's Plays zu machen. Ich mache dieses jetzt noch fertig, unregelmäßig Abstand, lad hoch, wenn immer ich so minimal Lust drauf bekomme, weiter Folgen aufzunehmen. Wie gesagt, spielerisch werde ich dann nicht mehr auf hohe Qualität achten. Der Zug ist abgefahren. Ich werde so ein bisschen versuchen, es witzig zu machen. Vielleicht auch wieder ein paar so Folgen einbauen, wie den Albtraum ab und zu mal. Oder ein bisschen über allgemeine Themen zu quasseln, so à la Gronkh Minecraft. Ich werde es fertig machen. Gewissenhaft versuchen, fertig zu machen. Und dann ist Schluss. Dann höre ich auf. Dann hänge ich meine UFO und Terraform Deep Karriere in Anführungszeichen an den Nagel. Und ich sage das jetzt in aller Deutlichkeit, selbst wenn jetzt dann wieder 500 Kommentare kommen, ich mache es nicht mehr. Und der zweite Hauptgrund, neben diesem Ausgebranntsein, ist, ich denke, selbst wenn ich mich jetzt wieder reinfuchse, spielerisch mache ich nie wieder so gute UFO bzw. Terraform Deep Let's Plays als meine Anfangs-Let's Plays. Und ich habe es schon erwähnt, ich finde, ich habe mir mit diesem UFO-Let's Play meinen eigenen Mythos zerstört und das ärgert mich tierisch. Das ärgert mich so sehr, dass ich so weit gehe und sage, wenn dieses Let's Play fertig ist, dann lasse ich es noch 2-3 Monate online und dann lösche ich es. Weil ich das spielerisch mit mir nicht vereinbaren kann. Das ist so, als würde ich jetzt als Quake, als 6 Jahre lange Profi Quake 1 Spieler
der seine schönen Nightmare-Videos hier mit allen Secrets hochgeladen hat, jetzt plötzlich ein Quake-Let's Play hochlade auf Easy mit 10% Secrets und in jedem Level 5 mal sterben. Ich kann das sowas nicht. Wenn ich weiß, ich kann was gut, ich bin als Gamer höchstens Mittelmaß. Ich bin kein guter Gamer. Ich spiele Spiele, weil sie mir Spaß machen. Ich bin kein Achievement-Whore. Ich muss nicht der Beste sein. Es gibt allerdings wenige Spiele, die, wenn ich mich reinfuchse, ich sehr gut kann. Zum Beispiel Quake 1 oder UFO. Oder Duke Nukem 3D. Duke Nukem 3D eher Multiplayer, nicht Singleplayer. Und ich möchte von solchen Spielen nicht solche halbherzigen Sachen abliefern. Und von daher, ich sag's jetzt einfach mal so, UFO Enemy Unknown oder UFO Terror from the Deep, diese beiden Spiele, erwartet nicht mehr, dass da irgendwann nochmal ein Let's Play davon kommt. Das ist abgefrühstückt, fertig. Meinetwegen transaliert den Eiser, dass er endlich mal sein Terror from the Deep Let's Play fertig machen soll. Ich sag's ihm auch jeden Tag. Vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen Spaß draus. Schöpfe, wie gesagt, ich möchte keinem ans Bein pinkeln. Es tut mir selbst ein bisschen weh. Nicht wegen mir, sondern weil ich jetzt einigen Leuten hier so von Schlips trete oder enttäusche. Das ist das, was mir an dieser Sache ehrlich gesagt am meisten weh tut. Aber irgendwann muss halt mal Schluss sein. Ich möchte andere Sachen machen einfach. Und ich möchte nicht mein ganzes Leben lang, in Anführungszeichen, nur für UFO bekannt sein. Ich möchte ein Let's Player sein, der Vielfalt zeigt, der vielleicht in seinem kleinen beschissenen Retro-Universum hängen geblieben ist, auf alle Zeiten und alle Ewigkeiten, aber der trotzdem ein bisschen Facette zeigt. Hier mal ein 3D-Shooter, hier mal ein Adventure, hier mal ein UFO. Und es gibt einfach zu viele gute Spiele, als dass man sagen kann, man bleibt immer nur bei dem einen hängen. So ist es halt einfach, ne? Ja. So viel zu dem Thema. Und wenn ich jetzt nicht irgendwas, ich glaube, wir machen jetzt erstmal Schluss, weil ich glaube, es guckt eh schon keiner mehr zu, beziehungsweise ihr habt hoffentlich die Stellen übersprungen, die euch nicht so interessieren. Gerade dieses Anfangsgedöns. Viel zu lang geworden. Ich wollte ein halbes Stunden-Video machen und dann fertig. Am Schluss deshalb nochmal, was ich nochmal erwähnen wollte, was ich am Anfang in diesem Geschichtssegment machen wollte, was ich jetzt auch teilweise in diesem UFO-Dings gemacht habe, ist ein riesengroßer Dank. Ein Dank an alle, die entweder schon seit alle 7 Jahren dabei sind, die erst vom halben Jahr dazugekommen sind, die mit Herzblut dabei sind, die unter jedes Video einen Kommentar schreiben. Ich weiß, ich bin nicht gut im Beantworten, wie gesagt, wieder zeitlich, gesundheitlich. Ich lese alle Kommentare, aber ich antworte sehr, sehr, sehr selten. Da muss Weihnachten und Ostern aufeinander fallen. Ich bin einfach nicht dieser Community-Typ, der mit Community interagiert. In Videos ja, aber nicht in Kommentarform, weil ich ich arbeite für eine Spielefirma und ich bin im Bereich Kundensupport, Community, wo ich den ganzen Tag mit Leuten, Kunden, Spielern, Community zu tun habe und da möchte ich am Abend einfach mal abschalten. Und ich bin Mensch, ich habe es schon gesagt, der ist introvertiert, ich bin Mensch, der sehr, sehr viel Zeit für mich alleine braucht und deswegen schalte ich da oft ab und obwohl ich die Kommentare lese, ich blende das aus und antworte oft nicht drauf. Das ist aber trotzdem einen riesengroßen Dank an alle Kommentarschreiber. Ich habe jetzt auch wieder, ich glaube, wie heißt der? SimExo oder so zum Beispiel, jetzt nur mal als Paradebeispiel, der unter jedes Doom-Video so einen riesen Latte-Absatz schreibt, hier, dieses Level geil, weil und du hast da hier. Ich wollte dir nur mal sagen, falls du das Video jetzt auch guckst, ich lese das alles, finde das super stark und das gilt generell für jeden, der Kommentare schreibt. Ich habe es auch schon erwähnt am Anfang, ich habe eine unheimlich gute Community, eine kleine, aber gute Community, wo nichts Toxisches ist, wo immer Konstruktives kommt, alles sachlich, ohne Beleidigung. Das ist mir super viel wert und das ist ein großer Grund, warum man nach 7 Jahren immer noch Let's Plays machen kann, ohne jeden Tag davor zu sitzen. Oh, scheiße. Oh. Und das gibt schon sehr viel Aufschwung. Und wie gesagt, obwohl ich nicht dauernd antworte, super, Dankeschön. Ich lese alles, finde das super, finde diese Interaktion super, finde alle Leute,
super, die auf diesem Kanal kommen, sei es einmal im Monat, einmal im Jahr oder dreimal am Tag. Jeder, der interagiert, jeder, der was guckt, sei es ein Video oder nur ein Let's Play oder jedes einzelne Video von mir. Ihr seid alle gleich wichtig, finde euch alle cool. Egal, ob ihr Abonnent seid oder kein Abonnent, wenn ich es schaffe, euch mit ein paar Videos Freude zu bereiten oder einfach nur am Abend oder beim Frühstück 10 Minuten reinguckt, ja, so nebenbei, so ein bisschen Freude, so ein bisschen Spaß und sagt, okay, der Typ ist nicht komplett scheiße, was er spielt, ist ganz nett, ab und zu lässt er auch mal ein brauchbares Witzchen raus. Für alle, die das erkennen, für alle, die mich mögen, super tollen Dank über die Jahre hinweg und wie gesagt, selbst wenn ihr erst seit gestern dabei seid. Ich finde super, dass es euch gibt. Ich finde super, dass ihr teilnehmt an dem. Ihr müsst das nicht tun. Ich bin in der großen, bunten Welt des YouTubes belanglos, langweilig. Aber wenn es Leute gibt, die mich gut finden, eine Freude dran haben, und selbst wenn ihr inaktiv seid und das nicht aktiv mir mitteilt und einfach nur passive Gucker seid, ich finde euch alle super und dafür nach 7 Jahren unheimlichen Dank, dass ihr diese Lernphase von schlecht zu einigermaßen moderat über diese 7 Jahre hinweg durchgemacht habt, dass ihr mir die vielen Fehler, die ich mache, auch verzeiht, sei es sowohl aufnahmetechnisch, wenn ich mal Scheiße laber oder sonst was, dass ihr meinen ganz eigenen Stil gut findet, das finde ich echt super. Dann noch ein Dank an ein paar Leute, die ich mich, glaube ich, noch nie, also ich habe mich schon oft bei meinen Zuschauern bedankt, aber noch nie an andere Leute. Bei anderen Leuten, die eigentlich schon seit Jahren den Dank verdient hätten, das aber so nie getan habe. Meinerseits, wie gesagt, da kommt wieder meine Introvertiertheit und so und mein Selbstzweifel mit ins Spiel, wo dann Leute sagen, andere Let's Player, die auf mich zukommen, hey, oh, du machst voll geile Sachen oder hey, wegen dir und nur wegen dir habe ich damals Let's Plays angefangen. Dann denke ich mir immer, oh Leute, ernsthaft, ich bin so ein kleiner popliger Wurm, der so mittelmäßige, im besten Falle Videos macht und ich das lange Zeit, weil ich auch, wie gesagt, ich versuche immer so Perfektionist zu sein und ich habe sehr viele Selbstzweifel und ich finde das, was ich mache, halt so, naja, das kann man gerade so durchgehen lassen, wenn ich mal einen guten Tag habe. Von daher, ich konnte bis vor langer Zeit auch gar nicht verstehen, wie Leute Sachen, die ich gemacht habe, so gut finden und mit dieser Überzeugung rangehen und sagen, du hast mich inspiriert, Let's Plays zu machen vor 5 Jahren. Das konnte ich nie verstehen, von daher hatte ich nie eine richtige Reaktion für diese Leute parat und habe mich dementsprechend nie würdevoll bedankt. Das sind so Leute wie der Mike von Mikes Hobbyzimmer, so Leute wie der Danny, der ja auch eine Zeit lang Let's Plays gemacht hat, die mir immer gesagt haben, hey, deine Let's Plays haben mich inspiriert, selber was zu machen, die jetzt, wie zum Beispiel der Mike, auch einen sehr erfolgreichen Kanal haben, nicht nur unbedingt mit Let's Plays, sondern auch mit seiner ganzen Retro-Hardware, seinen Nostalgie-Sachen, ist ein sehr schöner Kanal geworden ist, oder auch so, ich glaube, auch teilweise der Bosi. Ich möchte mich bei diesen Leuten bedanken, einfach jetzt mal an der Stelle, dass ihr so Inspiration daraus geschöpft habt und dass ich was wert bin in euren Augen. Also die Videos, meine ich. Und auch generell ein Dank an diese Leute, die ich kennengelernt habe über YouTube und die mich über Jahre hinweg hin begleitet haben, sei es aktiv, Projekte zusammen oder die mich geguckt haben, mit denen ich jetzt auch abseits von YouTube Sachen mache oder mit denen ich ab und zu mal so quatsche. Ich hab jetzt keine Liste vorbereitet, aber so top of my head natürlich der Eise, der von Anfang an dabei war, mit dem ich viele Sachen zusammen gemacht habe und der sich von mir jeden Tag immer noch auf WhatsApp beschimpfen lässt. Du miese Drecksau. Zum Beispiel den Quinlan, den Oliver, mit dem ich jetzt ganz, ganz viele Sachen zusammen gerne mache. Allen voran diesen Rewind Relive Podcast, der mir super viel Spaß macht. Und jedes Mal, wenn da ein fertiger Podcast rauskommt und Oliver den fertig geschnitten hat und ich den auf der Seite hochgeladen habe und ich mir den 3-4 Mal hintereinander anhören kann, ich sage, okay, jetzt haben wir was Gutes zu zweit gemacht. Das ist ein Projekt, das ich ehrlich gesagt nicht missen möchte. Das ist super. Eiser, Oliver, der Plexi, der mich über Jahre begleitet hat mit gemeinsamen Projekten, Skype-Sessions, der Bosi, Steffi,
teilweise noch den Renoek oder wie er ausgesprochen wird, der nur ganz kurz bei uns dabei war, ein Jahr oder so, den Mike Denny aus eben genannten Gründen. Und diese ganzen anderen Leute, die trotz meiner miserablen Let's Plays am Anfang so einen Zugang zu mir gefunden haben, mit denen sich teilweise Freundschaft oder Co-Produktion entwickelt haben. Herzlichen Dank dafür und vor allem an die, mit denen ich immer noch aktiv zusammenarbeite oder zumindest kommuniziere, offside YouTube. Das ist schon sehr cool. Mein Dank deshalb auch an Gronkh, der am Anfang, mit dem ich immer interagiert habe, YouTube und auch Offside, der mich geglaubt hat, der mir ein bisschen breiteres Zielpublikum verschafft hat, der meiner Meinung nach die Fahnenstange des Let's Plays, des deutschen Let's Plays, ein bisschen mit Niveau und Qualität hochhält, in diesem Sumpf aus riesengroßen, vielen Schrott, den es da draußen gibt, der sehr viel getan hat für die Let's Play-Szene und der persönlich ein unheimlich netter, warmer Mensch ist. Ja, und so weiter und so fort. Ich glaube, ich habe jetzt bestimmt Leute vergessen, aber ich glaube, ich habe jetzt 2,5 Stunden gelabert und wenn ich Glück habe, ist das Video voll kaputt und alles war umsonst. Und mein Hirn ist zu. Deshalb, bitte macht mit an der Umfrage, falls ihr mehr sehen wollt. Ich werde den Link unten natürlich in der Beschreibung reintun. Ansonsten danke, dass ihr vielleicht zugehört habt, komplett oder teilweise. Bin auch für sonstiges Feedback als Kommentar unter dem Video gerne zu haben, dankbar. Falls das Video jetzt asynchron geworden ist, bitte nimm es mir nicht übel. Ansonsten danke für alles nochmal, auch fürs Zuschauen. Wir sehen uns demnächst wieder auf diesem Kanal oder hoffentlich auch auf den anderen Projekten. Bis demnächst. Danke fürs Zuschauen. LSD out! Endlich raus! Geht raus, macht was. Ich jetzt auch, ich muss was essen, hab Hunger. Pizza!